Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Hier ist der Adi von Translated Press. Ja, wir sind heute jetzt am vierten Tag der Übertragung der Kommission des 6. Januars aus Washington. Die Originalübertragung, die Live-Übertragung hat begonnen am letzten Mittwoch, am 21. Und ich habe einfach so lange gebraucht, bis ich jetzt in der Lage war, mir die Transcripts zu besorgen und euch das hier ordentlich zu übersetzen, denn das ist doch immerhin noch ein 3 Stunden langer Marathon von Simultanübersetzung, wofür ich ja gar nicht ausgebildet bin. Und deswegen hat es doch immer noch ein bisschen was gebraucht. Ich hoffe, dass es mir heute gut geht und ich bitte euch, dass ihr das auch teilt, so oft wie möglich, denn da stecken doch sehr viele Anstrengungen dahinter. Es sollte jetzt in den nächsten Minuten gleich losgehen. Ihr kennt ja schon die Leute, die anwesend sind am Komitee. Das ist der Vorsitzende Thompson aus Alabama und die Vizepräsidentin des Komitees Liz Cheney, die Donald Trump in den Rücken gefallen ist. Sie kommt aus Wyoming und heute ist hauptsächlich auch der Kongressabgeordnete Adam Schiff da. Das ist ja Donald Trumps größter Feind. Er bezeichnet ihn oft als den Wassermelonenkopf, ja, der zweimal versucht hat, Donald Trump zu impeachen, das heißt, ihn also seines Amtes zu enthoben, was ihm nicht gelungen ist. Und jetzt versucht man es auf diese Art und Weise, wie wir sehen, was es heute gibt. Also es werden Zeugen, vor allen Dingen Brett Ravensberger, das ist der Staatssekretär aus Georgia, der ist hier mit dem Rücken zu uns in der Mitte, der wird auch heute verhört werden. Und dann ein Assistent von ihm auf der linken Seite. Ich habe jetzt den Namen nicht vergessen. Ich glaube, der heißt Bruce Sterling, wenn ich mich nicht täusche. Der wird auch verhört werden. Ja? Und dann rechts nebendran ist ein Richter, den man auch heute befragen wird. Also das sind ja heute die Hauptzeugen. Und dann, danach im zweiten Teil zu Ende werden noch zwei Wahlhelferinnen, eine Mutter mit ihrer Tochter. Die werden auch noch verhört werden. Also das steht heute auf dem Programm. Und ja, es geht los. Die Türen haben sich geöffnet. Voran geht Vorsitzender Thompson. Hinter ihm ist Liz Cheney. Und danach kommt Adam Schiff. Ja, der ist hinter der Liz Cheney. Jetzt hier rechts sehen wir ihn. Und dann wird es jetzt gleich losgehen. Dann ist die Abgeordnete aus Kalifornien da, die blonde ältere Dame. Ja, jetzt geht es heute weiter. Wollen wir mal sehen, wie das ausgeht, meine Lieben. Vierter Tag ist das heute. Und dann haben wir noch zwei vor uns. Letzten Fotos noch gemacht. Dann sollte es gleich losgehen. Jetzt geht's los. Der Ausschuss zur Untersuchung des 6. Januars, der den Angriff aufs Kapitol der Vereinigten Staaten ruft zur Ordnung auf, ohne Einwände. Der Vorsitzende ist ermächtigt, den Ausschuss jederzeit für vertagt zu erklären. Vorsitzende verkündet die Zustimmung des Ausschusses zur Freigabe des vorgelegten Beweismaterials in der heutigen Anhörung. Guten Tag. In unserer letzten Anhörung haben wir die Geschichte eines von Donald Trump vorangetriebenen Vorhabens beleuchtet und den Druck, den er auf den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence ausgeübt hat. Wir haben gezeigt, dass als die Als die Presse, als die Druckkampagne nicht gefruchtet hat, hat Donald Trump einen gewalttätigen Mob auf ihn losgelassen. Er zeigte, dass die Gewalttätiger bis auf 12 Meter an den Vizepräsidenten herankamen.
Er hat offizielle Beamten unter Druck gesetzt und sie dazu verleiten wollen, ihren Eid zu brechen. Das war ein wesentlicher Teil des Plans. Und fast wäre die amerikanische Demokratie zum Einsturz gebracht werden. Wenn wir heute beginnen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir bei der Auszählung der Stimmen für die Präsidentschaftswahlen jede Stimme für jeden Bundesstaat einzählen. In den meisten Fällen gewinnt der Kandidat, der die meisten Stimmen in einem Staat erhält. Als Donald Trump versuchte, das Wahlergebnis zu kippen, konzentrierte er sich nur auf wenige Staaten. Er wollte, dass Beamte auf lokaler und staatlicher Ebene sagen, dass die Wahl durch weit verbreiteten Betrug gefälscht wurde und die Ergebnisse durchweg falsch waren. Obwohl wir letzte Woche gezeigt haben, dass es keinen Wahlbetrug gegeben hat, und wie Mike Pence haben sich auch andere Staatsdiener nicht auf Donald Trumps Plan eingelassen, weil sie die große Lüge nicht mitmachen wollten, den Wählerwillen durch Donald Trumps Willen zu ersetzen, um an der Macht zu bleiben, arbeitete Donald Trump daran, sie mit den Konsequenzen zu konfrontieren. Er bedrohte ihren Lebensunterhalt und scheute nicht vor Gewaltandrohungen, von denen er gewusst hatte, wie er sie verstärken, anwenden konnte. In unseren weiteren Anhörungen können wir nicht nur darauf zurückblicken, was Ende 2020 und Anfang 2021 geschah, weil die Gefahr noch nicht gebannt war. Es war ein mächtiger Test, der 6. Januar und die Tage zuvor. Wir sagen, dass sich unser System bewährt hat. Aber was bedeutet das wirklich? Demokratische Institutionen sind keine Obstruktionen oder Ideen. Sie bestehen aus lokalen Beamten, die Wahlen beaufsichtigen, Staatssekretäre, Menschen, denen wir unser Vertrauen geschenkt haben, damit sie ihre Pflichten erfüllen. Aber was, wenn sie das nicht tun? Vor 2 Wochen hielt Neu-Mexiko seine Vorwahlen ab. Ein Bezirksausschuss weigerte sich, die Ergebnisse zu bestätigen, mit der Begründung, sie hätten vage, nicht belegte Hauptungen über die Dominion-Wahlmaschinen. Die Gerichte schritten ein und erklärten, das neue mexikanische Gesetz verpflichte die Kommission, die Ergebnisse zu bestätigen. 2 der 3 Mitglieder der Kommission gaben schließlich nach. Eines weigert sich noch immer und sagt, seine Stimme basiere nicht auf irgendwelche Beweise und nicht auf irgendwelchen Fakten. Er sagte, es basiert nur auf meinem Bauchgefühl und meiner eigenen Intuition. Das ist alles, was ich brauche. Übrigens, vor ein paar Monaten hat dieser County Commissioner für schuldig befunden worden, das Kapitolgelände illegal betreten zu haben, am 6. Januar. Diese Geschichte erinnert uns an ein paar Dinge. Erstens, wie wir in unseren Anhörungen gezeigt haben, haben die Behauptungen, dass weit verbreiteter Wahlbetrug 2020 vorgekommen ist, immer eine Lüge war. Donald Trump wusste, dass sie eine Lüge waren und trotzdem hat er sie immer wieder verarbeitet. Alles, was wir heute beschrieben haben, die unerbittliche, zerstörerische Druckkampagne auf staatliche, lokale Beamte, basierte alles auf einer Lüge. Donald Trump wusste es und er hat es trotzdem getan. Zweitens, die Lüge ist nicht verschwunden. Sie korrumpiert immer noch unser demokratisches System. Institutionen und Leute, die diesem Lügner glauben, streben jetzt nach öffentlichen Ämtern und, wie wir in New Mexico gesehen haben, ihr Eid, dem Volk zu dienen. Hinter ihrem Engagement nimmt die Stelle für die große Lüge einen Platz ein. Wenn das passiert, wer wird dann dafür sorgen, dass unsere Institutionen nicht unter dem Druck zusammenbrechen? Wir werden keine knappen Entscheidungen treffen. Wir werden eine Katastrophe erleben. Mein geschätzter Kollege aus Kalifornien, Herr Schiff, wird einen Großteil der Ergebnisse des Sonderausschusses in dieser Angelegenheit heute vorstellen. Und zunächst freue ich mich, dass ich unsere stellvertretende Vorsitzende Frau Cheney aus Wyoming das Wort für ihre einleitende Bemerkung erteilen kann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Heute werden wir die Bemühungen von Präsident Trump, die Wahlen zu kippen, überprüfen und zeigen, wie er Druck auf Staatsbeamte ausgeübt hat.
Präsident Trump spielt eine persönliche Rolle bei diesen Bemühungen, ebenso wie Rudy Giuliani und John Eastman. Es sind dieselben Menschen, die versuchten, Vizepräsident Mike Trump unter Druck zu setzen, damit er die illegale Wahl ablehnt, das Ergebnis der Wahl 2020 umzukehren auf bundesstaatlicher Ebene. Jeder dieser Versuche, die Wahl zu kippen, unabhängig voneinander, muss ernst genommen werden. Jeder Schachzug verdient die Aufmerksamkeit sowohl des Kongresses als auch unseres Ministeriums. Wie das Bundesgericht bereits angedeutet hat, waren diese Bemühungen bereits Teil eines ausgeklügelten Planes zur Vorbereitung des 6. Januar. Ich möchte anmerken, dass zwei Punkte heute besonders wichtig im Fokus stehen. Erstens werden Sie heute von Telefonaten hören, die von Präsident Trump an Beamte in Georgia und anderen Staaten gemacht wurden. Wenn Sie sich diese Bände anhören, denken Sie daran, was Donald Trump zu dem Zeitpunkt, als er diese Anrufe tätigte, bereits wusste. Ihm war immer wieder gesagt worden, dass seine Behauptungen über gestohlene Wahlen Unsinn seien. Zum Beispiel sagte der ehemalige Generalstaatsanwalt Bill Barr zu Donald Trump Folgendes. Wir haben uns das selbst genau angeschaut und auf der Grundlage unserer Überprüfung, einschließlich der Befragung der Hauptzeugen, die Anschuldigungen von Fulton County hatten keinen Grund, dass Stimmzettel unter den Tisch gelegen hätten oder dass es illegale Stimmzettel in einem Koffer gab, die im Voraus geöffnet wurden, um eventuell in die Wahlmaschine eingespeist zu werden. Die ganze Sache mit dem Wasserzeichen war eine andere Sache, an der ein paar Täuschungen beteiligt waren. Wir fanden heraus, dass es eine gewisse Verwirrung war, aber es gab keine Beweise für eine Angelegenheit, den Betrug zu begehen. Wir sehen keine Anzeichen für die Fulton County Episode. Der stellvertretende Staatsanwalt Richard Dunnow hat Donald Trump dies gesagt. Ich sagte etwas in der Art von, Sir, wir haben nichts als Untersuchung gemacht. Die Hauptvorwürfe haben keine festen Beweise. Mr. Trump wurde von seinen eigenen Beratern gesagt, dass er keine Grundlage für seine Behauptung habe. Er drängte die Staatsbeamten weiterhin auf Ergebnisse. Zweitens, Sie werden eine Reihe von Drohungen und Bemühungen gegenüber staatlichen Beamten sehen, das Wahlergebnis zu ändern. Einer unserer Zeugen heute, Gabriel Sterling, warnte Präsident Trump ausdrücklich vor möglicher Gewalt am 1. Dezember 2020, mehr als einen Monat vor dem 26. Januar. Sie werden Reformbemühungen sehen aus diesem Video heute. Es ist alles zu weit gegangen. Alles. Jennifer hat heute nach Chris Krebs gefragt. Dieser Patriot sollte erschossen werden. Ein 20-irgendwas-Techniker hat Todesdrohungen bekommen in einer Nachricht, dass er wegen Hochverrats gehängt werden sollte, weil er über Chargen von einer Notrufzentrale an einem Computer berichtete. Es muss aufhören. Herr Präsident, Sie haben diese Aktion oder diese Sprache nicht verurteilt. Senatorin, Sie haben diese Sprache oder diese Handlungen nicht verurteilt. Das muss aufhören. Wir brauchen Sie, damit Sie aufstehen und die Führung übernehmen. Mein Chef, Sekretär Ravensberger. Seine Adresse ist öffentlich. Sie haben Leute, die mit Wohnhagen an seinem Haus vorbeigefahren sind. Leute, die auf sein Grundstück gekommen sind. Das muss aufhören. Das sind Wahlen. Das ist das Rückgrat der Demokratie. Und Sie alle, die nichts gesagt haben, sind mitschuldig daran. Der Punkt ist folgendes. Donald Trump hat sich nicht um die Gewaltandrohungen gekümmert, er hat sie nicht verurteilt, er machte keine Anstalten, sie zu stoppen. Er hat trotzdem mit seinen falschen Anschuldigungen weitergemacht. Ein weiterer Punkt, ich möchte alle, die heute zuschauen, dazu auffordern, sich auf die Beweise zu konzentrieren, die der Ausschuss vorlegen wird. Lassen Sie sich nicht von der Politik ablenken. Wir können nicht zulassen, dass Amerika zu einer Nation der Verschwörungstheorien und der Gewalt wird.
Zum Schluss möchte ich all unseren your Zeugen heute service für ihren providing. Dienst an unserem Land danken. Today, all of Heute America will wird ganz hear about the Amerika von selfless den actions selbstlosen Handlungen these men dieser and women Männer und who Frauen acted hören, honorably, die upheld the ehrenhaft law, gehandelt haben, um das protected our Gesetz zu freedom, wahren, and unsere the Freiheit rights zu of schützen, children. unsere Today, Verfassung Mr. zu Chairman, bewahren. you will all see Heute, Herr into Vorsitzender, werden wir God's alle ein plans Beispiel for dafür sehen, was Amerika groß Thank you, macht. Mr. Ich Chairman. danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Without objection, the chair Ohne recognizes Attorney Einspruch, General der of Vorsitzende California, gibt das Wort an Mr. Herrn Schiff. Schiffer aus Kalifornien für eine Eröffnungserklärung. Thank you, Mr. Vielen Dank, Chairman. Herr Vorsitzender und Madam Frau Chair. November Vizepräsidenten. 3rd, Am 2020,3. Donald November Trump ran for 2020 re-election to kandidierte the Donald office of Trump für die presidency. Wiederwahl zum Amt des He Präsidenten und er lost. hat verloren. His opponent, Sein Joe Kandidat Biden, Joe finished Biden ahead in lag in key den battleground wichtigsten states. umkämpften It was Staaten Arizona, Michigan, Michigan, Wisconsin, Wisconsin, Pennsylvania und Pennsylvania, Georgia. Georgia ganz weit vorne. Dennoch Nevertheless, kämpfte for the zum first ersten time in Mal in der history, Geschichte der losing unterlegene presidential candidate fought Präsidentschaftskandidat, to hold on um to an der power. Macht zu bleiben. As we have Wie seen wir in in recent früheren years, Anhörungen gesehen in South haben, tat er Carolina dies and am Georgia, Wahltag, on die election day, Auszählung der he sought Stimmen to zu stop the counting of stoppen, the weil vote, er wusste, knowing dass that die the number of Wahlbeamten absentee am Wahltag ballots, Millionen hundreds von of officials to Briefwahlstimmen count on auszählen election würden day, und das and thereafter Resultat danach would stark strongly gegen be ihn against ausfallen the loser, würde und Joe Joe Biden Biden. zum Sieg verhelfen würde. Next, and when he could Als not nächstes, stop als er the nicht in der Lage war, die He tried Auszählung to zu stop stoppen, state versuchte er, legislatures die and governors from Gesetzgeber und filing Gouverneure der Bundesstaaten results davon of the abzuhalten, election. die He Wahlergebnisse went to zu court bestätigen. and filed Er ging vor dozens of Gericht, frivolous er reichte lawsuits, Dutzende making von unsubstantiated Firulen claims to Klagen the ein. When that too Und failed, als das mounting scheiterte, pressure begann er began eine to direct at Druckkampagne auf individual state einzelne legislators Abgeordnete to try to get them auszuüben, to go um sie back dazu in the zu session bringen, and ihn either zum declare Sieger them zu the winner, erklären, decertify Joe Joe Biden as winner, Biden als Verlierer or zu send two deklarieren slates of electors oder to zwei Congress, Kandidaten zu one schicken, for die Biden Wähler in den and one Kongress, for eine für Pence, ihn und eine für Biden, pressure Vice und den President Pence to choose Vizepräsidenten unter him Druck zu as the setzen, winner. Pence ihn als The state legislatures Sieger would not go along with this auszurufen. Aber die scheme, Gesetzgeber der neither would the Bundesstaaten Vice würden sich President. nicht darauf einlassen. None of the legislatures agreed to go back into special session and declare him Keiner der Gesetzgeber stimmte einer erneuten Sondersitzung zu, ihn zum Sieger zu erklären. Keiner würde dazu zustimmen, der Wahlmänner eine Fälschung unterzujubeln und in den Kongress zu schicken. Auch das hat die Trump-Kampagne nicht aufgehalten. Und sie brachten sie dazu, gefälschte Urkunden auszustellen. Und dann übersandten sie diese Urkunden nach Washington in den Kongress. Nichts hat funktioniert. Laut Bundesbezirksrichter Carter hat der ehemalige Präsident wahrscheinlich gegen Gesetze verstoßen, indem er sich einschließlich einer Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten schuldig gemacht hat. Sie werden Beweise hören, für die, dass der ehemalige Präsident und seine Top-Berater direkt in Schlüsselelemente des Komplotts verwickelt waren. Der Richter Carter nannte es einen Coup auf der Suche nach einer juristischen Theorie, wie der Richter erklärte, aber Präsident Trumps Bankran hier zu stoppen, endete nicht mit Vizepräsident Pence, sondern zielte auf alle Ebenen von Bundes- und Staatsbeamten. Er wollte die Auszählung stoppen, Präsident Trumps Wiederwahl. Dieser Plan war von einer Lüge durchzogen, dass die Wahl von massivem Betrug geplagt war. Der Generalstaatsanwalt des Präsidenten, Bill Barr, sagte, er habe dem Präsidenten von diesen Behauptungen über Massenbetrug und das Ergebnis gesagt. Ich habe ihm das Zeug erzählt, dass seine Leute in die Presse schaufen, dass es Kuhscheiße war. Die Lüge des Präsidenten war und ist ein gefährliches Krebsgeschwür für die politischen Körper. Wenn man die Amerikaner überzeugen könnte, dass sie ihren eigenen Wahlen nicht mehr trauen können, dann ist jeder, der verlieren wird, illegitim. Was bleibt dann anders übrig, als Gewalt zu bestimmen? Das bringt uns zum Schwerpunkt der heutigen Anhörung, weil staatliche Wahlbeamte sich weigern, Auszählung zu stoppen, versuchte Donald Trump und seine Kampagne Druck auf sie auszuüben. Und als sie sich weigerten, hat er mehr Druck auf sie ausgeübt.
Jeder, der sich Trumps Versuch in den Weg stellt, an der Macht zu bleiben, Macht zu behalten, nachdem er Wahl verloren hatte, war einer gefährlichen und eskalierenden Druckkampagne ausgesetzt. Diese Druckkampagne brachte wütende Anrufe und bewaffnete Proteste, Einschüchterung, Gewaltandrohungen und Todesdrohungen. Die Abgeordneten des Bundesstaates wurden herausgegriffen. So auch zwei landesweite Wahlbeamte, sogar lokale Mitarbeiter, wurden beschuldigt, Kriminelle zu sein und mussten ihr Leben auf den Kopf stellen. Wie wir dem Präsidenten zeigen werden, Unterstützer mit falschen Anschuldigungen, Behauptungen über Druck und Anschuldigungen gegen Beamten als Aufruf zum Handeln. Stopp den Diebstahl, stopp den Diebstahl. Sie sind eine Bedrohung für die Demokratie, ihr seid eine Bedrohung für freie und ehrliche Wahlen. Und etwa 45 Minuten später vernahmen wir Geräusche von meinem Haus. Mein Magen sank und ich dachte, wir wussten nichts. Die Ungewissheit, die Angst. Wo kamen sie her? Werden sie mein Haus angreifen? Ich versuche, mein Kind zu Bett zu bringen. Das war der beängstigendste Moment, nicht zu wissen, was passieren wird. Diese Kampagne gegen staatliche und lokale Beamte hat sich ausgeweitet in zahlreiche umstrittene Staaten, wie Sie in diesem Sonderausschuss produzierten Videos sehen werden. Mein Name ist Kanzelmann, ich bin Berater der Untersuchung des Angriffs auf das Kapitol der Vereinigten Staaten am 6. Januar. Der Präsident, seine Anwälte sind vor den Gesetzen jeweils der Staaten aufgetreten, um sie zu drängen, die Wahlstimmen zu geben. Ich vertrete Präsident Trump zusammen mit Jenna Ellis. Unser viertes oder fünftes Mal, dass wir hier sind. Diese Wahl muss umgedreht werden, weil wir gewonnen haben, Pennsylvania und viele der Swing States großem Abstand. Es war eine Strategie, die praktische und rechtliche Elemente enthielt. Das war nur 2 Tage nach der Wahl, in der ein Trump-Kampagnenanwalt namens Mitchell einen anderen Trump-Anwalt fragte, namens Eastman, ein Memo zu schreiben, um die Idee zu rechtfertigen. Man könnte sich erinnern, dass dies als Option in der Zeit nach der Wahl zum ersten Mal aufkam. Direkt nach der Wahl, es könnte vor der Wahl gewesen sein. Eastman erstellt ein Memo, in dem er versucht, die Strategie zu rechtfertigen, das in Umlauf gebracht wurde, an Giulianis Rechtsabteilung und Gesetzgeber in den Vereinigten Staaten erschien vor der Legislative des Bundesstaats. Man könnte eine Reihe von Wahlmännern selbst einführen, wenn man den Mix der signifikanten statistischen Anomalien und all die staatlichen Erklärungen und Videobeweisen vom offenen Wahlbetrug zeigt, glaube ich nicht, dass es nicht nur ihre Befugnis ist zu tun, sondern ich denke, dass sie die Pflicht haben, das zu tun, um die Integrität der Wahl zu schützen. Republikanische Funktionäre in mehreren Bundesstaaten haben öffentliche Erklärungen abgegeben. Zum Beispiel der Gouverneur von Georgia, Kemp, nannte den Vorschlag verfassungswidrig. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses von Arizona sagte, die Idee würde die Rechte der Bürger untergraben. Als Präsident Trump Delegationen aus Michigan eingeladen hatte, aus Pennsylvania ins Weiße Haus, als sie dem Präsidenten ein Argument vorschlugen, haben sie das etwa getan, das gegen das Gesetz von Michigan verstößt? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob wir diese genauen Worte verwendet haben. Ich denke, die Worte, die ich wahrscheinlich benutzen würde, wenn wir dem Gesetz folgen. Dennoch wurde der Druck fortgesetzt. Am nächsten Tag hatte Präsident Trump getwittert, Zitat, hoffentlich werden die Gerichte, die Legislative den Mut haben, das zu tun, was zu tun ist. Die Welt schaut uns zu. Er hat mehrere Nachrichten auf Facebook gepostet, in der er die Kontaktinformationen von Staatsbeamten auflistet und sich aufgefordert hat, mit ihnen in Verbindung zu setzen.
Er sagte, wir fordern Abstimmung über die Zertifizierung an dieser Umfragen ab. Ich erinnere mich daran, dass ich über 4000 Textnachrichten im kurzen Zeitraum erhielt, die dazu aufriefen, etwas zu unternehmen. Ein lautes Geräusch, eine gleichbleibende Dekadenz. Wir hörten, dass die Trump-Leute aufgerufen haben um Änderungen bei den Wahlmetern, und sie können darauf wetten, dass sie die Leute das taten. Diese Bemühungen beinhalten staatliche Gesetzgeber zu erreichen. Mein Name ist Angela, ich rufe vom Hauptquartier der Trump Company in Washington an. Sie haben die Macht, autoritären Wähler zurückzufordern, dass Präsident Trump Vizepräsident Pence unterstützen kann. Ich habe mit Gesetzgebern angefreundet, die ich nicht kannte vor 4 Wochen. Ein anderer Gesetzgeber, House-Leader Brian Cutler, hat Voicemails von Tom Antwelt in der Novemberwoche gezeigt. Herr Sprecher, das ist Rudy Giuliani und Sonny Ellis. Wir rufen an, offensichtlich die Wahl zu diskutieren. Hallo, Herr Redner, das ist Jenna Ellis. Ich bin hier mit Bürgermeister Giuliani. Hey Brian, hier ist Rudy. Wirklich, ich habe etwas Wichtiges auf dem Herzen. Cutler sah den Einsatz als unangemessen an und bat seine Anwälte, Rudy Giuliani aufzufordern, die Anrufe einzustellen. Ich verstehe, dass Sie jetzt nicht mit mir reden wollen. Ich will einiges zu Ihrer Aufmerksamkeit bringen und zu Ihnen als Republikaner reden. Am 30. Dezember kündigte Trump-Verbündete Steve Bannon einen Protest an. Wir machen uns auf den Weg zu Cutler, wir gehen zu Büros, und wir gehen an die Häuser, wir lassen ihn wissen, was wir denken. Es gab mehrere Proteste, ich erinnere mich nicht an die genaue Zahl, also mindestens 2, glaube ich, entweder von meinem Haus, und sie haben damals mein 15-jähriger Sohn war bei der ersten Demonstration allein zu Hause. Alle meine persönlichen Informationen waren online, das waren meine persönlichen E-Mails, mein persönliches Handy, meine Adresse und Hausnummer. Wir mussten unser Telefon 3 Tage lang ausschalten, weil es rund um die Uhr klingelte in der Nacht. Es füllte sich mit Nachrichten. Brian Cutler, wir sind draußen. Sicherheitsbeamte verweigerten den Zugang. Diese Werbeanzeigen waren ein weiteres Element der Trump-Kampagne. Gab Millionen von Dollar für Anleihen und Fernsehwerbung aus. Öffentlicher Druck auf die Staatsbeamten war im Vorfeld gefährlich. Public pressure on state officials often grew dangerous in the lead up to January 6th. Let us in! Let us in! Let us in! Let us in! What can you and I do as state legislators besides help? Although we should not do that. I'm not advising that, but I mean, what else can you do, right? The punishment for treason is death. The state pressure campaign and the danger it posed to state officials and the state capitals around the nation was a dangerous precursor to the violence we saw on January 6th at the U.S. Capitol. Today you will hear from Rusty Bowers, Republican Speaker of the Arizona. Heute hören Sie von Rusty Bowers, republikanischer Sprecher des Abgeordnetenhauses von Arizona. Sie werden nun vom republikanischen Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, hören, den Trump angewiesen hat. Er hat ihn angewiesen, 11.780 Stimmen zu finden, die nicht existierten. Das ist die genaue Anzahl der Stimmen, um Joe Biden zu überholen. Sie werden auch von Gabriel Sterling hören, der über die fadenscheinigen Betrugsvorwürfe bei den Wahlen in Georgia redet, wie auf eine Kaskade von Drohungen gegen sein Wahlkampfteam reagiert hat und dass der Präsident darüber geredet hat, dass jemand getötet werden könnte. Sie werden von Wandrea Chef Moss hören, einer ehemaligen Wahlhelferin in Fulton County, Georgia, über die Lügen der Wahl,
wie sie sich auf das Leben der Menschen auswirken, die unser Land verwalten, und sie hören, was sie erlebt haben. Als der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten, versucht hat, sich an der Macht festzuhalten, nachdem er vom amerikanischen Volk abgewählt worden war. Das System hielt nur knapp stand. Es hielt sich, weil mutige Menschen, Republikaner und Demokraten, wie die Zeugen, wie sie heute hören werden, ihren Eid auf das Land und die Verfassung über alles andere stellen. Sie haben ihre Arbeit getan, so wie wir unsere Arbeit tun müssen. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Ich begrüße unser erstes Panel von Zeugen. Wir haben heute einen angesehenen Abgeordneten aus Arizona, Rusty Bowers, bei uns. Er ist ein republikanischer Sprecher des Hauses von Arizona. Mr. Bowers wurde 1993 in die staatliche Legislative gewählt. Er ist seit 2019 Sprecher des Hauses. Willkommen, Sprecher Bowers. Brad Ravensberger ist der 29. Staatssekretär von Georgia und er begleitet dieses Amt seit 2019. Als gewählter Beamter und republikanischer Minister ist Brad Ravensberger verantwortlich für die Überwachung der Wahlen in Georgia und die Pflege der öffentlichen Aufzeichnungen des Staates. Willkommen, Herr Sekretär. Gabriel Sterling ist ein leitender Beamter in Georgia. Mr. Sterling war der landesweite Implementierungsmanager für die 2020 Wahlen in Georgia. Und er war für die Leitung der Reaktion des Staatssekretärs verantwortlich über die Corona-Pandemie und die Einführung von modernisierten Wahlgeräten. Ich werde jetzt unsere Zeugen vereidigen. Werden Sie bitte gebeten, aufzustehen und die rechte Hand zu heben. Schwören Sie unter Androhung der Strafe des Meineids, dass die Aussage, die Sie jetzt machen werden, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen, so wahr in Gott helfe. Danke, bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Protokoll, dass Sie Zeugen mit Ja geantwortet haben. Sprecher Bauer, ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind der Sprecher des Repräsentanten des Hauses von Arizona, ein selbstbezeichneter konservativer Republikaner. Sie haben mit Präsident Trump im Wahlkampf 2020 für ihn geworben. Kann man sagen, dass Sie wollten, dass Donald Trump eine zweite Amtszeit gewinnt? Ja, danke schön. Ist es Ihr Verständnis, dass Präsident Biden der Gewinner der Volksabstimmung in Arizona im Jahr 2020 war? Ja, Sir. Danke schön. Gemäß Abschnitt 5c8 des Hausbeschlusses 503 erteilt der Vorsitzende dem Herrn aus Kalifornien, Herrn Adam Schiff, das Wort. Sprecher Bowers, danke, dass Sie heute bei uns sind. Bevor wir mit den Fragen, die ich für Sie habe, weitermachen, möchte ich Sie zu einer Aussage befragen, die der ehemalige Präsident Trump abgegeben hat, die ich kurz vor der Anhörung erhalten habe. Haben Sie die Möglichkeit, diese Erklärung zu lesen? Mein Rechtsanwalt hat Arizona angerufen, ist mir vorgelesen. Ja, Sir, und diese Aussage, ich werde sie nicht vollständig vorlesen. Ehemaliger Präsident Trump beginnt damit, dass er Sie einen Nashorn-Republikaner nennt, ein Rhino-Republikaner nur bei Name. Er bezieht sich dann auf ein Gespräch im November 2020, in dem er behauptet, Sie hatten ihm gesagt, die Wahl sei gefälscht, er habe in Arizona gewonnen. Um den ehemaligen Präsidenten zu zitieren, sagte er in diesem Gespräch, die Wahl sei gefälscht und ich habe in Arizona gewonnen, Zitat Ende. Hatten Sie ein solches Gespräch? Ich hatte ein Gespräch mit dem Präsidenten. Aber es gab Teile davon, die wahr sind. Es gibt Teile, die nicht wahr sind. Und der Teil, den ich Ihnen vorgelesen habe, ist das falsch? Überall, zu jeder Zeit, wer sagt, dass ich gesagt habe, dass die Wahl manipuliert wurde, das wäre falsch. Wenn der ehemalige Präsident heute in einer Erklärung behauptet, dass Sie ihm gesagt haben, er habe Arizona gewonnen, ist das falsch? Das ist auch falsch. Mr. Bowers, ich verstehe, nach der Wahl
ich weiß nicht, ob dies das Gespräch war, auf das sich der ehemalige Präsident bezieht, aber nach der Wahl haben Sie einen Anruf von Präsident Trump und Rudy Giuliani erhalten, in dem Sie das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Arizona besprochen haben. Würden Sie uns etwas über diesen Anruf erzählen und ob der ehemalige Präsident oder Herr Giuliani Vorwürfe des Wahlbetrugs erhoben haben? Meine Frau und ich waren von unserem Kirchentreffen zurückgekehrt. Es war am Sonntag, wir waren noch in der Einfahrt unseres Hauses und ich hatte einen Anruf von einem Kollegen erhalten, der mir mitteilte, dass das Weiße Haus versuche, mich zu erreichen. Er sagte, bitte, wenn du einen Anruf bekommst, lass uns versuchen, das gemeinsam zu erlegen. Und sofort danach sah ich den Anruf vom Weißen Haus und mein Bluetooth und ich nahm den Anruf an und wurde gefragt, ob ich für den Präsidenten dranbleiben würde, was ich auch tat. Mr. Giuliani war zuerst dran und dann kamen diese Nettigkeiten, dann kam Präsident Trump dran. Wir haben ein Gespräch begonnen. Während dieses Gesprächs haben Sie Mr. Giuliani um Beweise für seine Betrugsvorwürfe gebeten? Bei mehreren Gelegenheiten ja. Und als Sie nach Beweisen gefragt haben, was hat er gesagt? Er sagte, Sie hätten Beweise. Ich fragte, haben Sie Namen? Er sagte zum Beispiel 200.000 illegale Einwanderer, eine große Anzahl, 5.000 oder 6.000 Tote, etc. Ich fragte, ob Sie Ihre Namen haben. Er sagte, jawohl. Wirst du sie mir geben? Ja. Der Präsident unterbrach mich und sagte, gib dem Mann, was er braucht, Rudy. Das ist mindestens zweimal passiert, dieser Austausch und das Gespräch. Mr. Giuliani behauptete, dass es Hunderttausende von Menschen ohne Papiere gäbe und Tausende von Toten, die angeblich an der Wahl teilgenommen haben. Ja. Sie haben mich nach Beweisen gefragt, ich habe. Haben Sie jemals diese Beweise erhalten? Oder während des Anrufs oder danach? Niemals. Was war die Frage während dieses Anrufs? Macht er Betrugsvorwürfe? Hat er etwas oder ein paar Dinge, die Sie tun sollten? Oder welche waren das? Die, an die ich mich erinnere, waren, dass ich einen offiziellen Ausschuss in der Hauptstadt zulassen sollte, damit sie Beweise hören konnten, dass wir danach Maßnahmen ergreifen konnten. Ich habe mich geweigert. Ich sagte, dass zu diesem Zeitpunkt alles ein Zirkus sei. Ich nannte es einen Zirkus, was ich mit vielen Demonstrationen zusammengebraut hatte, sowohl bei den Stimmzählzentren in der Hauptstadt und anderen Orten. Und das wollte ich nicht in meinem Haus haben. Ich war nicht der Meinung, dass die Beweise in ihrer Abwesenheit standhalten konnten und dass sie eine Anhörung verdient hätten. Und ich wollte nicht als Spielball benutzt werden, wenn es einen anderen Bedarf gäbe, den der Ausschuss erfüllen würde. Das war also die erste Bitte, eine offizielle Ausschussanhörung vorzubereiten. Was war seine zweite Frage? Ich sagte, zu welchem Ende der Anhörung? Er sagte, nun, wir haben von einem hochrangigen Beamten der republikanischen Legislative gehört, dass es eine juristische Theorie gibt bei den Wählern von Arizona, dass sie Biden ignorieren können und ihn ersetzen können. Und wir würden gerne die legitime Möglichkeit dazu haben, um in das Komitee zu diesem Resultat zu kommen. Und ich sage, das ist völlig neu für mich, ich habe noch nie von so etwas gehört. Und er drängte auf den Punkt und ich sagte, sehen Sie, Sie verlangen von mir etwas, das gegen meinen Eid verstößt, als ich auf die Verfassung geschworen habe, sie zu verteidigen. Und ich habe auch auf die Verfassung und auf die Gesetze im Staat Arizona geschworen. Und die Idee dieser Theorie ist mir völlig fremd. Ich würde niemals etwas von solchem Ausmaß tun, ohne mich eingehend mit qualifizierten Anwälten zu beraten.
Ich habe eine gute Anwälte, ich kann Ihnen Ihren Namen geben, aber Sie verlangen etwas von mir, das gegen meinen Eid verstößt, und ich werde meinen Eid nicht brechen. Während dieses Gesprächs, und ich glaube, Sie haben es gehört, als wir einen Ausschnitt von Giulianis Tape hörten, wie der andere Abgeordnete Staatsanwalt sagte, er würde im Wesentlichen als ein republikanischer Kollege rüberkommen. Hat er einen ähnlichen Appell an Sie gerichtet? Whether it was in that call or in a later meeting, he did bring that up more than once. Wie hat er es abgemacht? Er ist mehrmals erwähnt. Er sagt, sind wir nicht alle Republikaner hier? Ich würde denken, dass wir einen besseren Empfang erwarten können und dass ihr meinen Vorschlag ein wenig offener zuhören werdet. Wir sind alle Republikaner. Dieser Beweis, nachdem Sie ihn gefragt haben, der diesen außergewöhnlichen Schritt rechtfertigen würde, ich glaube, Sie sagten, man hätte das nie vorgelegt. Warum glauben Sie das? Warum erbat Ihren Eid, auf die Verfassung verletzen würde? Etwa vor 14 Jahren legte die Legislative die Art und Weise der Wahl unserer Beamten fest, für die die Wähler der Präsidentschaftswahlen wählen. Sobald es dem Volk überlassen wurde, wie in Bush gegen Gore vom obersten Gerichtshof veranschaulicht, wurde es zu einem Grundrecht des Volkes. Soweit es mich also betrifft, wenn mich jemand fragt, der nie stichhaltige Beweise vorgelegt hat, Beweise können vom Hörensagen stammen, aber es sind immer noch Beweise. Und es Beweise des Hörensagens, aber starke, qualitative, hochwertige Beweise, alles, was man mir sagen würde, hast du Zweifel, leugne deinen Schwur, das werde ich niemals tun. Und bei mehr als einer Gelegenheit ist das angesprochen worden und es ist ein Bestandteil meines Glaubens. Das ist unsere göttlich inspirierte Verfassung. Das ist eine meiner grundlegendsten Überzeugungen. Ich sollte also das tun, weil mich jemand darum gebeten hat. Das ist meinem Wesen fremd. Ich werde es nicht tun. Während dieses Gesprächs, Sprecher Bauers, haben Sie ihn gefragt, ob das, was er vorschlug, schon einmal gemacht worden ist? Ja, habe ich. Was hat er gesagt? Er sagte nun, ich bin nicht vertraut mit dem Gesetz von Arizona, irgendwelchen anderen Wahlverlusten, aber ich denke so. Und das wurde auch in anderen Gesprächen angesprochen, sowohl mit ihm als auch mit John Eastman und anderen. Sprecher Bauers, ich verstehe, eine Woche nach diesem Anruf erschien Mr. Giuliani mit anderen aus dem Umfeld von Mr. Trump, um das Wahlergebnis zu kitten. In einem Ballsaal eines Hotels in Phoenix, war dies eine offizielle Anhörung der staatlichen Legislative? Nein. Warum war es keine offizielle Anhörung der Legislative? Ein Gesetzgeber kann ein Gruppentreffen abhalten. Er kann es eine Anhörung nennen. Aber wenn Sie mich fragen, eine offizielle Anhörung abzustatten, müssen wir Protokolle erstellen und es öffentlich bekannt machen, etc. Das findet normalerweise im Kapitol statt, aber das muss nicht sein. Wir können eine Anhörung außerhalb des Umfelds genehmigen. Ich wurde schon mehrmals gebeten, eine Anhörung zuzulassen, das wurde mir verweigert. Aber ich habe gesagt, Sie sind die Person, die darum gebeten hat. Es steht Ihnen frei, jede beliebige Sitzung abzuhalten, was er danach getan hat. Er war ein wenig frustriert, aber er hat es letztendlich getan. Dieses Treffen war am gleichen Tag, glaube ich, an dem der Gouverneur von Arizona Biden als Gewinner der Präsidentschaftswahl in Arizona aufgerufen hat. Haben Sie sich mit Mr. Giuliani und seinen Mitarbeitern, als Sie in Phoenix waren, nach den Berichten im Hotel getroffen? Ja, das habe ich. Bei diesem Treffen hat Mr. Giuliani wieder irgendwelche spezifischen Anschuldigungen des Wahlbetrugs gemacht. Seine ersten Kommentare waren wieder die Litanei von Gruppen, von illegalen Individuen oder Verstorbenen etc. Und er hatte das angesprochen
Und ich war nicht allein in dieser Sitzung, es gab andere und auch Mitglieder des Senats, die ihn aggressiv befragten. Und dann habe ich ihn zu den Beweisen gefragt, die er mir vorlegen wollte, aber er brachte das zur Sprache. Der andere Gesetzgeber waren auch republikanische Mitglieder des Senats, das waren sie ja. Haben Sie ihn auch nach Beweisen für die Anschuldigung gefragt? Sie haben ihn sehr stark unter Druck gesetzt. Zwei von ihnen besonders stark. Irgendwann hat Mr. Giuliani einen der anderen Anwälte in seinem Team gebeten, ihm zu helfen. Er hat Jenna Ellis, die rechts von ihm saß. Es ging um die Frage, ob es genügend Beweise oder Handlungen gab, dass wir die Abberufung der Wähler rechtfertigen könnten. Aber zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs bezog er sich auf jemand anderen. Er hat gefragt, ob wir den Beweis für Miss Ellis haben. Und sie sagte ja. Und ich sagte, ich will die Namen. Haben Sie die Namen? Ja. Und ich sagte, ob sie mitgebracht hätten. Nein, aber wir können es sie bringen. Und dann haben sie keine Medienbeweise mitgebracht. Irgendwann hat einer eine Bemerkung gemacht, dass sie keine Beweise haben, aber eine Menge Theorien. Das war Mr. Giuliani. Was genau hat er gesagt? Wenn ich mich recht erinnere, und sagte, wir haben viele Theorien, wir haben ja keinen Beweis. Ich weiß nicht, ob er das ein Ausrutscher war oder ob er nicht dachte, was er sagte. Aber sowohl ich als auch andere in meiner Gruppe, drei in meiner Gruppe, meine Anwälte, erinnern sich genau daran. Und danach haben wir irgendwie darüber gelacht. Zurück zum Telefonanruf. Er wollte, dass sie die Legislative entlassen und sie durch Trump-Wahlmänner ersetzen, und zwar auf der Grundlage dieser Betrugstheorien. Er hat es nicht in diesen genauen Worten gesagt, aber er hat gesagt, dass das Gesetz von Arizona, nach dem, was er verstanden hat, es erlauben würde und dass er in der Sitzung kommen müsste, um sich darum zu kümmern, was wiederum die Diskussion darüber auslöste, was ich rechtlich nicht tun kann. Ich kann in Arizona nicht einseitig auf eigene Faust eine Sitzung bestimmen. Hat eines der Treffen Ihnen etwas gebracht, Beweise, das Ergebnis der Arizona zu beeinflussen? Niemand lieferte mir solche Beweise niemals. Der Untersuchungsausschuss hat Beweise aufgedeckt im Laufe unserer Untersuchung. Die Proteste in den Hauptstädten des Landes mit Verbindungen zu Gruppen und Parteien, die den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar verwickelt waren. Einer dieser Übergriffe fand im Gebäude des Repräsentantenhauses von Arizona statt, wie Sie in diesem Video sehen können. This is previously undisclosed video of protesters illegally entering and refusing to leave the building. Eine der Personen, die in diesem Video prominent zu sehen sind, ist Jacob Chansley. Er ist besser bekannt als der QAnon-Schamane. Er betrat das Kapitol am 6. Januar, wurde fotografiert, in der Drohbotschaft im Senat saß, hinterließ. Er wurde zu 41 Monaten Gefängnis verurteilt. Andere Proteste gegen die Besetzung des Repräsentantenhauses von Arizona waren die Proud Boys. Bewaffnete Männer mit Gewehren standen vor dem Eingang. Ich habe gehört, dass diese Demonstranten sie namentlich ausgerufen haben. Sprecher Bauer, ist das korrekt? Ja, das stimmt. Hat Sie der Präsident danach angerufen? Ja. Haben Sie dem Präsidenten bei diesem zweiten Anruf gesagt, dass Sie ihn unterstützen, dass Sie für ihn gestimmt haben, dass Sie nicht etwas Illegales für ihn tun würden? Ich tat es. Trotzdem hat sein Anwalt John Eastman sie am 4. Januar 2021 angerufen und er hatte eine spezifische Bitte an Sie, genau das zu tun, was Sie dem Präsidenten gesagt haben, dass Sie es nicht tun würden. Etwas, das Ihren Eid verletzen würde. Ist das richtig? Das ist richtig. Es war nicht nur ich. Ich hatte meinen Anwalt und andere dabei bei diesem Anruf. Und was wollte Dr. Eastman von Ihnen? Dass wir in der Tat abstimmen, um einen Umsturz zu verursachen.
Ich sollte das Wort Umsturz nicht gebrauchen, um die Wahl zu bestätigen, weil wir schließlich die Autorität dazu hatten. Er zitierte Artikel 2, ich glaube, den zweiten Abschnitt, der uns seiner Meinung nach die Befugnis, ich erinnere mich nicht daran, dass er sagte, ausreichende Beweise, aber es gab einen Aufruf, war einen starken Grund dafür, dass wir eine Rechtfertigung dafür hatten, dass wir das tun können. Seine Geste war, dass wir es tun würden. Ich habe gesagt, nochmal, ich habe einen Eid geschworen, wenn ich das machen würde, was Sie machen, wäre das gegen meinen Eid. Ich kann mich nicht erinnern, ob er in diesem Gespräch mehr über den Eid gesprochen hat. Aber ich habe gesagt, was wollen Sie, dass ich tue? Er sagte, mach es einfach und lass das Gericht entscheiden. Ich sagte, du verlangst von mir etwas zu tun, was noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten gemacht wurde. Und das soll ich meinem Staat zumuten, ohne ausreichende Beweise. Und das soll genug sein, dass ich uns das zumuten würde, meinen Staat, den ich geschworen habe, die Verfassung und das Gesetz zu wahren? Nein, Sir. Er sagte nun, das ist mein Vorschlag, es einfach zu tun und die Gerichte sollen alles klären. Er hat nicht genau diesen Satz benutzt, aber das ist es, was er gemeint hat. Ich habe abgelehnt. Ich glaube, das war kurz vor dem Ende unseres Telefonats. Noch einmal, das fand statt, nachdem Sie kürzlich mit Präsident Trump gesprochen und ihm gesagt haben, dass Sie nichts Illegales für ihn tun würden, richtig? Es waren ein paar Tage vergangen. Sie haben Präsident Trump gesagt, Sie würden nichts Illegales für ihn tun. Habe ich beides. Und Sie haben Dr. Eastman gesagt, dass Sie nicht glauben, dass es rechtliche Unterstützung gab, um es zu rechtfertigen, was er wollte, immer noch, dass Sie es tun, damit die Gerichte es ausarbeiten. Ich bin gewarnt worden, sagen Sie keine Dinge, die Sie denken. Aber ich erinnere mich, dass er sagte, dass die Autorität der Legislative umfassend sei und dass man das tun könne. Ich habe gesagt, Sie sollten wissen, dass ich die Legislative nicht einmal während der Sitzung einberufen kann, ohne zwei Drittel Mehrheit zu haben. Das hätte gegen meinen Eid auf die Verfassung verstoßen. Was hat Mr. Biggs Sie gebeten zu tun? Ich glaube, das war der Tag, an dem die Abstimmung stattfand, um eine Bestätigung zu bekommen oder die Zertifizierung der Wähler zu erklären. Er fragte mich, ob ich beides unterschreiben würde, einen Brief, der von meinem Bundesstaat geschickt wurde, dass ich die Zertifizierung der Wähler unterstützen würde, und ich sagte, das würde ich nicht. Herr Sprecher, am 4. Dezember 2020, kurz nach Ihrem Treffen mit Rudy Giuliani und anderen Trump-Verbündeten haben Sie eine Nachricht an die Öffentlichkeit verkündet, dass Sie aufgefordert wurden, die Legislative einzuschalten und die Wahlen zu kippen. Das Außenministerium erklärt, Zitat, atemberaubende Forderungen von Vertretern von Präsident Trump, dass die Legislative die Wahlen kippen sollte und die Stimme des Wahlmännerkollegiums des Staates an Präsident Trump zu übergeben. Warum haben Sie geglaubt, was Sie da geschrieben haben, dass die Rechtsstaatlichkeit Ihnen verbietet, das zu tun, was Präsident Trump und seine Verbündeten tun wollten? Abgeordneter, es tut mir leid, ich sollte Herr Vorsitzender, Abgeordneter Schiff, es gibt zwei Seiten der Antwort. Die eine ist, was bin ich erlaubt zu tun und was darf ich nicht tun? Wir haben keinen legalen Weg, weder nach staatlichem Recht noch meinem Bundesrecht, um ein solches Ersuchen auszuführen, und es ist mir nicht erlaubt, außerhalb meiner Befugnisse zu handeln.
wenn ich nicht ausdrücklich als Gesetzgeber autorisiert bin, dann kann ich nicht handeln. Bis zu dem Punkt, dass ich uns in einer Sitzung vertreten darf. Einige sagen, dass nur wenige Gesetzgeber diese Autorität haben. Und das ist ein Teil dieser ganzen Diskussion. Keine Autorität zu haben und über beiden zu handeln, dazu bin ich nicht befugt, solche Maßnahmen zu ergreifen. Das würde mir die Befugnis meines Eides entziehen. In Ihrer Erklärung haben Sie Auszüge aus der Ansprache von Präsident Ronald Reagan zur Erfüllung zitiert. Der frisch vereidigte Präsident sagte im Land, Zitat, die Behörde für den Geordnetentransfer ist in der Verfassung vorgeschrieben und findet routinemäßig statt, wie es seit fast 200 Jahren der Fall ist. Wenige von uns denken darüber nach, wie einzigartig wirklich wir sind in den Augen vieler Menschen auf der Welt. Ist dies eine alle 4 Jahre stattfindende Zeremonie, die wir als normal akzeptieren. Herr Abgeordneter Schiff, ich habe eine große Bewunderung für Ronald Reagan. Ich hatte die Gelegenheit, mit einer Person in sein Haus zu gehen und es zu besichtigen. Ich habe viel Bewunderung für ihn. Ich habe eine Zeit lang in einem anderen Land gelebt und ich habe andere Länder besucht. Und während der Wahlzeiten, die Tatsache, dass wir eine Wahl zulassen und unterstützen und zu unseren Wahlen stehen, auch in der Vergangenheit, als es zu ernsthaften Fragen bezüglich der Wahl gab, und wir ungestört mit Akzeptanz weitermachten, um uns zu entscheiden, indem wir das Ergebnis des Volkswillens akzeptieren. Dieser Wille bedeutet mir sehr viel. Und ich weiß, dass es ihm viel bedeutet hat. Also habe ich es in meine Veröffentlicht aufgenommen. Das war der Grund. Danke, Sprecher Bowers. Jetzt möchte ich mich noch eingehender mit dem System der gefälschten Wähler befassen. Alle 4 Jahre gehen Bürger von überall in den USA an die Urnen, um einen Präsidenten zu wählen. Nach unserer Verfassung, wenn wir unsere Stimme für den Präsidenten abgeben, wählen wir eigentlich Wahlmänner, die uns versprechen, die bevorzugten Kandidaten weiterzugeben. Im Dezember treffen sich die Wahlmänner in den Staaten, geben ihre Stimmen ab und schicken sie nach Washington. Es gibt nur eine legitime Liste von Wählern aus jedem Staat. Am 6. Januar trifft sich der Kongress zu einer gemeinsamen Sitzung, um die Stimmen auszuzählen. Der Gewinner der Wahlstimmen wird Präsident. Im nächsten Abschnitt werden Sie erfahren, wie Präsident Trump seine Kampagne direkt an der Förderung arbeitet, um einen Komplott zu koordinieren und legitime Wahlmänner durch gefälschte Wahlmänner zu ersetzen. Sie hören, wie die Kampagne diese gefälschten Wahlmänner davon überzeugt hat, die Stimmen abzugeben und einreichen. Durch gefälschte Bescheinigungen, in denen ihnen gesagt wurde, dass ihre Stimmen nur für den Fall verwendet würden, in dem Präsident Trump die Wahl gewinnen würde. Zu diesem Zeitpunkt setzt sich Präsident Trumps Anwälte, das sogenannte Team Normal, lieber ab, als sich an dem Plan zu beteiligen. Seine eigene Anwaltskanzlei erklärte, der Plan sei rechtlich nicht haltbar. Lassen Sie uns das folgende Video abspielen. Mein Name ist Casey Lucier, ich bin Untersuchungskounsel, die den Angriff vom 6. Januar untersucht. Am 18. November hat ein Wahlanwalt der Trump-Kampagne eine Nachricht verfasst, in der er argumentiert, dass Trump seine eigenen Wahlmänner am Swing State organisieren wollte, wo er die Wahl verloren hatte. Der Ausschuss hat routinemäßig Aussagen erhalten, dass Trump-nahe Kandidaten mit der Organisation von gefälschten Kandidaten nach der Wahl gewonnen hätte. Können Sie sich an Diskussionen erinnern, wer daran beteiligt war? Mr. Giuliani.
Mr. Meadow, Mitglieder des Kongresses. Es ist schwierig, die Mitglieder zu unterscheiden, von denen ich glaube, dass sie daran beteiligt waren. Auf Wunsch des Präsidenten hat sich. Was hat der Präsident gesagt, Herr Anruf? Er gab den Anruf an Mr. Eastman, der dann fortfuhr, um die Wichtigkeit der Hilfe des RNC für die Kampagne zu sprechen. Falls rechtliche Anfechtungen das Ergebnis verändern von einem der Termine. Soweit ich weiß, hat die Kampagne die Führung übernommen, wir haben sie nur unterstützt. Wenn Präsident Trump seine Unterstützer weiter verloren, wurden eine Anwälte der Kampagne überzeugt davon, dass die Gesetze der Staaten, in denen Trump verloren hatte, nicht mehr angemessen waren. Ich habe jemanden angerufen und gesagt, es muss ein Prozess in den Staaten abhängig sein, denn ich kenne das nicht. Ich glaube nicht, dass dies angemessen ist, dass es richtig ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich ausgedrückt habe, aber ich bin hin und her geraten und ich glaube, es war mit Ken Cheeseberry, wo ich gesagt habe, na gut, macht weiter, ich bin nicht mehr dabei. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Josh Finley eine E-Mail an Mr. Cheeseberry schreiben lassen, um höflich zu sagen, dass dies ihre Aufgabe ist. Sie sind verantwortlich für die Fragen des Wahlkollegiums in der Zukunft. Das war meine Art, meine Verantwortung auf Null zu bringen. And so to be clear, did you hear the White House Counsel's Office say that this plan to have alternate electors meet and cast votes for Donald Trump in states that he had lost was not legally sound? Yes, sir. Wer war bei diesem Treffen anwesend? Können Sie sich erinnern? Mr. Meadows, Mr. Giuliani, ein paar von mir, Giulianis. Der Untersuchungsausschuss befragte mehrere gefälschten Wähler sowie Trump-Mitarbeiter, die bei der Aktion mithalfen. Wir waren irgendwie nützliche Idioten an diesem Punkt. Ein starker Teil von mir hatte wirklich das Gefühl, dass es so etwas wie der Weg des Versagen wurde. Weiter fortgesetzt, es wurde formuliert, was hatten wir auf dem Tisch, lasst es uns einfach tun. Nach dem, was wir Ihnen heute gesagt haben, um die Untersuchung des Sonderausschusses und der Professorin Anwältin über ihre mangelnde Bereitschaft an der Einberuf dieser Wähler, wer trägt das zu Ihrem Verständnis dieser Probleme bei? Ich bin wütend, weil ich denke, in gewisser Weise hat es niemanden wirklich interessiert. Ob die Leute sich potenziell in Gefahr begeben haben. Hätten sie nicht weitermachen wollen, hätte ich nicht, absolut nicht. Wenn ich die drei Hauptanwälte der Kampagne gekannt hätte, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen hatte. Mir wurde gesagt, dass sie nur zählen, wenn ein Gericht zu unseren Gunsten entscheidet. Also hätten sie unsere Wähler benutzt auf eine Art und Weise, die wir nicht informiert wurden, und wir hätten das nicht unterstützt. Dokumente, die der Komitee bekannt waren, because this scheme involved fake electors, those participating in certain states had no way to comply with. Tut mir leid, die Dame spricht so schnell, ich kann noch nicht mehr meine Notizen verfolgen, so schnell spricht sie. Hiding overnight to ensure that they could access the state capital as required in Michigan. Did Mr. Norton say who he was working with at all on this effort to have electors meet? Hat Mr. Norton gesagt, wer mit wem zusammenarbeitet, sagte? He told me
Er sagte mir, dass die republikanischen Wahlmänner aus Michigan ein Treffen in der Hauptstadt planten, um sich über Nacht dort zu verstecken, damit sie die Rolle ihrer Stimme per Gesetz abgeben können, erfüllen würden. Die Wähler verlangten sogar die Zusagen, dass die Kampagne ihre Anwaltskosten übernimmt, falls sie verklagt werden oder wegen einer Straftat angeklagt werden. In one state, the fake electors even asked for a promise that the campaign would pay their legal fee. Michigan, Pennsylvania, New Mexico, Nevada and Wisconsin. Auf Anfrage der Trump-Kampagne haben die Wähler aus diesen Kämpfen stand Dokumente unterschrieben, die falsch sind und behaupteten, sie seien, Zitat, ordnungsgemäß gewählte Wähler und reichten sie bei den Archiven der ein. Here is what some of the fake elector certificates look like as compared to the real ones. But these ballots had no legal effect. In an email produced to the Select Committee, Dr. Eastman told a Trump campaign representative that it did not matter that the electors had not been approved by a state authority. Quote, the fact that we have multiple slates of electors demonstrates the uncertainty of either. That should be enough. He urged that Pence act boldly and be challenged. Documents produced to the Select Committee show that the Trump campaign took steps to ensure that the physical copies of the fake electors' electoral votes from two states were delivered to Washington for January 6th. Text messages exchanged between Republican Party officials in Wisconsin show that on January 4th, the Trump campaign asked for someone to fly their fake electors' documents to Washington. A staffer for Wisconsin Senator Ron Johnson texted a staffer for Vice President Pence, ja, meine Lieben, tut mir leid, ich habe jetzt den Faden verloren. Das schafft keiner mehr. Ich will mal sehen, ob ich noch dazu komme. Even though the fake elector slates were transmitted to Congress and the executive branch, the vice president held firm in his position that his role was to count lawfully submitted electoral votes. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Which is what he did when the joint session resumed on January 6th after the attack on the Capitol. What we just heard in that video was an aide to the White House. Wir haben gerade in diesem Video vom Berater des Weißen Hauses gehört, dass das Büro des Rechtsberater des Weißen Hauses der Meinung war, dass dieser Plan der gefälschten Wahl nicht rechtmäßig war. Speaker Bowers, wussten Sie, dass die gefälschten Wahlmänner am 14. Dezember in Phoenix waren, um Wahlmännerstimmen für Präsidenten abzugeben? Ich wusste es nicht. Als Sie erfuhren, dass die Wähler sich getroffen, ihre Stimmen nach Washington geschickt haben, was haben Sie da gedacht? Ich dachte an das Buch Die Bande, die nicht geradeaus schießen konnte. Ich dachte nur, das ist eine tragische Parität. Mr. Bowers, I understand that as you flew from Phoenix to Washington yesterday, you reflected upon some passages from a personal journal that you were keeping in December 2020 while all this was taking place. Now, with your permission, I'm wondering if you would be willing to share one passage in particular with us. Vielen Dank. Thank you very much. Es ist schmerzhaft, Freunde zu haben, die mir eine solche Hilfe waren und sich dann mit solchem Groll gegen mich gewandt haben. Ich mag in den Augen der Menschen keine korrekten Meinungen vertreten haben oder nach ihren Vorstellungen oder Überzeugungen handeln, aber ich nehme diese Situation nicht als gleichgültig, ängstlich oder rachsüchtig hin. Ich will kein Gewinner sein, indem ich betrüge. Ich werde nicht mit Gesetzen spielen, für die ich Treue geschworen habe. Mit irgendeinem erfundenen Wunsch zur Ablenkung. Es ist mein tiefer, grundlegender Wunsch, Gottes Willen zu folgen, während ich glaube, dass er mein Gewissen dazu gebracht hat, es anzunehmen. Wie soll ich mich sonst jemals dem Willen Gottes nähern? In der Wüste des Lebens.
im Wesen, dass ich mich als feige erweise, indem ich den Weg verteidige, zu dem er mich geführt hat. Danke, Herr Redner, das sind starke Worte. Ich verstehe, dass das mutige Positionen bedarf, die Sie nach der Wahl 2020 eingenommen haben, um die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Wähler von Arizona dafür, dass Sie und Ihre Familie mit Protesten und schädlichen Bedrohungen konfrontiert wurden. Können Sie uns sagen, wie sich das auf Ihre Familie ausgewirkt hat? Nun, wie andere in den Videos erwähnt haben, haben wir mehr als 20.000 Drohungen erhalten, E-Mails, Zehntausende von Sprachnachrichten und SMS erhalten. Wir wurden damit in unseren Büros überschwemmt, dass wir nicht arbeiten konnten. Es wurde bis vor kurzem das neue Muster in unserem Leben, sich Sorgen zu machen, was am Samstag passieren würde. Verschiedene Gruppen sind vorbeigekommen. Sie haben Videos gefilmt dabei, sie haben mich als Pädophilen und als korrupten, perversen Politiker beschimpft. Lautsprecher in meiner Nachbarschaft haben sie geschrien und Literatur auf meinem Grundstück hinterlassen, um mit Nachbarn und mir selbst zu streiten und zu drohen. Ich weiß nicht, ob ich Gruppen nennen soll, aber mein Herr, der hatte drei Balken auf der Brust und er hatte eine geladene Pistole und bedrohte meine Nachbarn nicht mit der Pistole, sondern nur lautstark. Als ich die Pistole sah, wusste ich, dass ich in die Nähe kommen musste. Und zur gleichen Zeit hatten wir bei einigen dieser Fälle unsere Tochter, die war sehr schwer erkrankt. Sie war sehr aufgeregt durch das, was da draußen passiert ist. Meine Frau ist eine sehr tapfere Person, sehr stark, ruhig. Das war also beunruhigend. So, it was disturbing. Herr Sprecher, ich möchte Ihnen für den Dienst für den Staat von Arizona und dem Land danken. Herr Vorsitzender, an diesem Punkt denke ich, dass es angemessen wäre, eine kurze Pause zu machen. Ich habe den Rest meiner Zeit reserviert. Der Vorsitzende bittet jetzt darum, dass sich alle Anwesende auf ihren Sitzen halten, bis die Kapitolpolizei die Zeugen aus dem Raum begleitet hat. Wir werden 5 Minuten haben, 5 Minuten Pause. Ja, meine Lieben, es tut mir leid, dass ich da einen sehr großen Aussetzer hatte, aber die junge Staatsanwältin hat wie ein Wasserfall gesprochen. Und das konnte ich selbst mit Notizen nicht mehr verfolgen. Es war nicht mehr möglich. Im Ganzen gesagt, möchte ich euch jetzt hier auch sagen, dass ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein werde, die nächsten 2 Anhörungen von jemals über 3 Stunden nochmal so auf diese Art und Weise zu machen. Es ist einfach unmenschlich anstrengend, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Und man könnte es versuchen, mit einem Voice-Over zu machen, aber das würde für jedes Video einen ganzen Tag dauern, um ein einziges Video zu schneiden und zusammenzustellen. Und mit den Skripten habe ich jetzt auch nicht mehr die Kraft, da 6 oder 7 Anhörungen durchzuziehen. Live wird es komplett unmöglich. Also man muss sich auch Dinge im Leben eingestehen, die man einfach nicht kann. Und ich glaube, das ist auch keine Schande in dem Fall, denn wie gesagt, ich kenne keine Simultan-Dolmetscher, die sich nicht auswechseln lassen, mindestens alle 35 bis 40 Minuten. Hier kommt jetzt von C-SPAN
Still to give testimony today, officials from Georgia, including Secretary of State Brad Raffensperger. If you miss any of the hearing, we'll be showing it again this evening at 9 p.m. Eastern Time on C-SPAN. Members have been focusing on how former President Trump pressured Georgia and Arizona officials to influence the outcome of the vote in those states. Again, the hearing expected to resume shortly. Sie haben ja jetzt hier von nur 5 Minuten gesprochen und deswegen ist das eigentlich auch sehr kurz, ja, gar keine angemessene Pausezeit für 3 Stunden. Also, wie gesagt, ich will nicht klagen, ich hoffe nur, dass ich das jetzt gut hinter mich bringe, noch die nächsten 1,5 Stunden, die vor mir liegen. Und dann, wir wissen ja, dass das hier ja ein sehr vorurteilendes Gremium ist. Das sage jetzt nicht ich, sondern das hat Alan Dershowitz behauptet in einem seiner vielen Videos, die er gemacht hat über den Ausschuss. Und ihr könnt euch das ansehen. Ich weiß nicht, ob ich euch den Link bei unserem Chat eingestellt habe. Ihr könnt uns auch auf unseren Chat kommen. Da gibt es mehr Informationen noch darüber. Wie gesagt, Alan Dershowitz hat sich ausgiebig dazu geäußert und sogar, glaube ich, mehr als ein Video über dieses Komitee gemacht. Ich sehe übrigens auch, dass nach dem dritten das Interesse auch bei euch gesunken ist. Die Zuschauerzahlen für dieses Video sind gesunken. Und wir müssen uns halt auch immer wieder daran erinnern, dass wir ein Ein-Mann-Betrieb sind. Hier mit dem Schneiden, mit dem Übersetzen, mit dem Kommunizieren, mit allem drum und dran. Die meisten Kanäle von dieser Größe, die unsere haben, mindestens 3 Leute, die an einem Kanal arbeiten. Wir können uns das gar nicht leisten. Wollen wir mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich nehme an, dass die selben Zeugen noch weiter vernommen werden und am Ende kommt dann, wie gesagt, eine Mutter mit ihrer Tochter, die als Wahlhelfer agiert haben.
The January 6th committee's in a short break. Members have been focusing on how former President Trump pressured Georgia and Arizona officials to influence the outcome of the vote in those states. Today's lead questioner is Congressman Adam Schiff. He has represented California's 28th district for 11 terms. He also sits on the House Judiciary Committee, and he participated in both of the impeachment proceedings against former President Donald Trump. Mr. Schiff was both an attorney and a prosecutor before serving in Congress. Today's January 6th committee hearings and all of C-SPAN's programming is brought to you as a public service by the cable industry and these television companies, including Altice, Comcast, and U-verse. If you're watching on TV but you have to step away, you can continue watching the hearing on the go with C-SPAN Now. It's our free mobile video app.
Der Ausschuss ruft zur Ordnung auf. Präsident Trumps Druckkampagne gegen 8 Beamte existiert in allen wichtigen umkämpften Staaten, wo er verloren hatte. Der ehemalige Präsident hatte eine besondere Besessenheit mit Georgia. Hier ist der Präsident am Nachmittag des 6. Januar, nachdem sein eigener Generalstaatsanwalt ihn gewarnt hatte, dass die Behauptungen, die Sie gleich hören werden, offenkundig falsch waren. Er sollte diese Stimmen finden, unbedingt finden. Mehr als 11.000 Stimmen, das ist alles, was wir brauchen. Sie haben uns den Sieg in Georgia betrogen, wir werden das nicht vergessen. Wir werden als nächstes uns dem Staat Georgia zuwenden. Ich möchte betonen, dass unsere Untersuchungen zu diesen Themen noch nicht abgeschlossen sind. Wie ich in unserer letzten Anhörung sagte, wenn Sie relevante Informationen haben oder dokumentarische Beweise, die Sie mit dem Ausschuss teilen möchten, freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit. Aber wir werden Ihnen heute einige unserer Erkenntnisse mitteilen. Herr Minister Ravensberger, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind. Sie waren ein öffentlicher Bediensteter in Georgia seit 2015, zunächst als Mitglied des Repräsentantenhauses von Georgia und dann seit Januar 2019 als Staatssekretär. Als selbst beschriebener konservativer Republikaner ist es fair zu sagen, dass Sie wollten, dass Präsident Trump die Wahl 2020 gewinnt. Ja, so ist es. Herr Sekretär, viele Zeugen haben den Untersuchungsausschuss gesagt, dass das Wahldatum der 3. November ein weitgehend ergebnisloser Tag in ihrem Heimatstaat war. Trotz der Herausforderungen bei der Durchführung einer Wahl während einer Pandemie haben Sie in der Washington Post geschrieben, dass die Wahl, Zitat, erfolgreich war. Sagen Sie uns, was war Ihr Eindruck davon, wie die Wahl in Georgia abgelaufen ist? Der Wahltag im November, unsere Wahl völlig bemerkenswert reibungslos ab. Tatsächlich trafen wir uns in Georgia Hauptquartier des Emerging Management Association. Wir haben die Wartezeiten online verfolgt. Die durchschnittliche Wahlzeit war 3 Minuten am Nachmittag. Sie ist sogar auf 2 Minuten gesunken. Am Ende des Tages waren wir der Meinung, dass wir eine erfolgreiche Wahl aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger hatten. Danke. Der Vorsitzende erkennt den Herrn von Kalifornien, Mr. Schiff, an. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Sekretär Ravensberger, hat Joe Biden die Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia gewonnen? Präsident Biden hat den Staat Georgia mit ungefähr 12.000 Stimmen gewonnen. Herr Sekretär, Ihr Büro hat mehrere Schritte unternommen, um die Genauigkeit der Stimmauszählung in Georgia sicherzustellen. Und zwar auf 3 Art und Weisen, mindestens 3 verschiedene Arten. Dazu gehört auch eine maschinelle Nachzählung, eine vollständige manuelle Nachzählung jedes einzelnen der 5 Millionen abgegebenen Stimmzählen. Das stimmt, die erste Auszählung war gekannt worden. Wir hatten eine 100%ige Handauszählung aller 5 Millionen Stimmzettel im Staat Georgia. Alle an Ort und Stelle abgegebenen Stimmen, sie wurden alle von Hand ausgezählt und kamen bemerkenswert nahe an die erste Auszählung ran. Als die Wahl dann bestätigt wurde, hat Präsident Trump bis auf 0,5% beantragt. Dann haben wir sie noch einmal mit dem Scan nachgezählt und ähnliche Ergebnisse erhalten. Alle 3 Auszählungen lagen bemerkenswert dicht beieinander. Nichtsdestotrotz, wie Sie sehen werden, begann der Präsident seine Verbündeten zahlreiche falsche Anschuldigungen zu machen, falsche Anschuldigungen, die Sie und Mr. Stirling angesprochen haben. Mr. Stirling, ich danke Ihnen ebenfalls für Ihre Anwesenheit heute. Nach der Wahl 2020, zusätzlich zu Ihren Pflichten, wurden Sie zum Sprecher über die Information der Wahl ernannt und haben dafür gesorgt, Desinformationen zu bekämpfen. Lassen Sie uns einige Ihrer Bemerkungen an Präsident Trump hier anschauen. Herr Präsident, es sieht so aus, als hätten Sie den Staat Georgia verloren. Wir untersuchen es. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ich verstehe, Sie haben das Recht, Regress zu nehmen, aber Sie haben nicht das Recht,
Menschen zu potenzieller aktiver Gewalt zu inspirieren. Jemand wird verletzt werden, jemand wird erschossen werden. Das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Mr. Schiller, was veranlasste Sie zu dieser Bemerkung? Wir hatten vorher eine Pressekonferenz an diesem Tag. So wie wir es gemacht haben, wir wollen transparent wie möglich sein und die Auszählung machen. Kurz nach dem Mittagessen erhielt ich einen Anruf von dem Projektleiter der Dominion Voting System. Sie war hörbar erschüttert. Sie ist nicht die Art von Person, von der ich annehmen würde, dass sie schwach ist. Sie hat die Marineakademie absolviert, hat einen Master von einer Universität von MIT und sie sagte, sie hätte Bedrohungen erhalten von QAnon-Anhängern. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns mit dieser Art von Dingen beschäftigt. Die ganze Zeit hatten wir das. Ich habe es zur Kenntnis genommen, einfach zu dem Haufen anderer Dinge. Ich habe Twitter aufgerufen, es durchforstet und den Namen des jungen Mannes gesehen. Es war ein bestimmter Tweet, der in Ermangelung eines besseren Wortes der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es enthielt den Namen des jungen Mannes, ein sehr einzigartiger Name, ich glaube, ein Amerikaner der ersten Nation. Er stand mit Namen drauf. Und darauf stand, du hast Verrat begangen, möge Gott deiner Seele gnädig sein, an sich langsam drehendes Bild einer Schlinge in Ermangelung eines besseren Wortes. Und ich wurde sehr, sehr ungehalten und man konnte sehen, dass ich wütend war. Ich neige dazu, rot zu werden, wenn das passiert. Und sie rief Mr. Ravensberger an und sagte ihm, der es ihn veranlasst hat, was mich dazu bewegt hat, mein Temperament zu verlieren. Ich habe meine Beherrschung damals verloren. Ich kann nicht sagen, warum es gerade dieser Fall aus der Bahn geworfen hat. Nachdem Sie dieses Plädoyer gehalten haben, forderte Präsident Trump seine Anhänger auf, Gewaltanwendung zu vermeiden. Nein, wir wissen, dass der Präsident von Ihrer Rede gewusst hat, weil er später darüber getweetet hat. Schauen wir uns an, was der Präsident getweetet hat. Er hat gesagt, es gab massiven Wählerbetrug in Georgia. Mr. Stirling, das wäre gerade schlichtweg falsch, oder? Jawohl, Sir. Trotzdem, gleich am nächsten Tag, am 2. Dezember, veröffentlichte Präsident Trump ein langes Video, in dem er wieder falsche Behauptungen über Wahlbetrug aufgestellt hat. Schau mal, was er hier gesagt hat. Sie fanden Tausende und Tausende von Stimmen, die aus dem Gleichgewicht waren. Alle gegen mich. In der Tat, am Tag, Donald Trump dieses Video veröffentlicht hat, zwei Tage nach der emotionalen Warnung, die sie ausgesprochen haben, dass sie mir getötet werden konnte, erschienen Vertreter von Präsident Trump in Georgia, einschließlich Rudy Giuliani, und sie brachten eine neue Verschwörungstheorie auf den Weg, die sich verselbstständigt und das Leben mehrerer unschuldiger Wahlhelfer bedrohte. Diese Geschichte behauptet fälschlicherweise, dass irgendwann in der Wahlnacht in der State Fair Arena in Atlanta, Georgia, Wahlbeobachter rausgeschmissen haben. Nachdem die Wahlbeobachter gegangen waren, sollte ein sogenannter Koffer unter einem Tisch hervorgezogen worden sein mit Stimmzetteln, die mehrfach durch die Auszählmaschinen liefen. Völlig ohne Beweise hat Präsident Trump das behauptet. Er behauptete, dass nicht weniger als 18.000 Stimmzettel für John Biden dabei waren. Nichts davon war wahr. Rudy Giuliani erschien vor dem Senat des Staates Georgia und spielte ein Überwachungsvideo aus dem Staat Georgia ab, in dem er fälschlicherweise behauptet, dass diese Verschwörung zeige. Hier ist das Video. Wenn man sich ansieht, was Sie hier sehen, was er auf dem Video gesehen hat, was für mich der rauchende Colt war, der mächtig rauchende Colt. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, was passiert ist. Ich meine kein Genie, um herauszufinden, dass diese Stimmen nicht legitim sind. Man kann legitime Stimmen nicht unter einen Tisch verstecken. Nein, in der Erwartung. Die Kampagne von Präsident Trump verstärkte Giulianis falsches Testament in einem Tweet, in dem er das Video medial veröffentlichte. Wir haben in einem Tweet von Rudy Giuliani gesehen, dass es so war.
Er sagt jetzt ohne Zweifel im Fulton County, wir haben die Demokraten die Wahl gestohlen. Später werden wir direkt von einer der Wahlhelferinnen in diesem Video hören, welche Auswirkungen diese Lügen auf Sie und Ihre Familie gehabt haben. Mr. Sterling, haben die Ermittler in Ihrem Büro das gesamte Überwachungsband des Staates Farm Marina bei der Wahl überwacht? Sie haben tatsächlich ungefähr 48 Stunden lang überprüft, was über den Zeitraum hinausgeht, in dem Aktionen in Marina stattgefunden haben. Was hat das Band gezeigt? Abhängig von der Zeit, die Sie beginnen wollen, denn wie bereits erwähnt, hat sich diese Verschwörungstheorie verselbstständigt. Sie vermischten einen Wasserleitungsbruch, der kein Wasserleitungsbruch war, und warfen Beobachter eine Reihe von anderen Dingen vor. In Wirklichkeit war es ganz normal mit der Stimmabgabe beschäftigt. Eine der spezifischen Dinge, die frustrierend waren, die sogenannten Köfferstimmzettel, die unter dem Tisch lagen. Wenn Sie sich das gesamte Video ansehen, haben Sie gesehen, dass diese Wahlhelfer den Eindruck hatten, dass sie gegen 10 oder 10.30 Uhr nach Hause gehen konnten. Die Leute ziehen sich ihre Mäntel an, sie legen die Stimmzettel, die für das Einscannen vorbereitet sind, in die Stimmzettelträger, die dann mit manipulationssicheren Siegeln versiegelt werden, damit sie nicht manipuliert werden können. Es ist ein Problem des Vertrauens, es ist eine interessante Sache, weil es 4 Bildschirme mit dem Video gibt. Und wie wir gesehen haben, können Sie die Wahlmonitore sehen, wie sie die Stimmzettelträger unter den Tisch schreiben. An der Außenseite des Tisches, nur aus dem Kamerawinkel, konnte man ursprünglich nichts sehen. Das geht unter. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Uns wurde gesagt, dass es so aussah, als ob die Zählung in Fulton Town aussetzen würde. Der Minister äußerte seinen Unmut, weil alle weiterzählen wollten, um zu wissen, was los ist. Unser Wahlleiter rief ihren Wahlleiter an einem anderen Ort an, denn es war Wahltag, es gab 2 verschiedene Orte, an denen die Stimmzettel ausgezählt wurden, von der Bezirksverwaltung in Fulton County. Sie riefen Ralph Jones an, der in der Stadt von Marina war und sagte, was zum Teufel machst du da, gehen Sie und bleiben Sie. Wenn man sich das Video anschaut, sieht man, wie er den Anruf entgegennimmt und die Leute bittet, ihre Sachen wegzuräumen und sich bereit machen zu gehen. Und man sieht, dass er 15 oder 20 Sekunden lang nichts sagen will, dass die Leute gehen sollen. Er geht hinüber, denkt einen Moment darüber nach, sieht ihn zurückkommen, lässt die Schultern hängen und sagt, okay. Und dann müssen sie weiterzählen. Sie sehen, wie sie ihre Mäntel ausziehen, die Stimmzettel herausnehmen, dann eine zweite Sache, die Sie sehen, ist, dass es da Leute gibt, die die Stimmzettel auszählen, wo die Stapel durchlaufen. Sie nehmen sie heraus und lassen sie nochmal durchlaufen, was dort passiert ist. Ein Standardprozedur, wenn es einen Mythos gibt, eine Fehlausrichtung, nicht richtig gelesen. Das sind Hochgeschwindigkeitsscanner mit hoher Kapazität. Sie gehen es nochmal durch. Der Sekretär sagt, wir haben hier 3 manuelle Überprüfungen festgestellt, dass mehrere Stimmzettel gescannt wurden, ohne dass es einen entsprechenden physischen Stimmzettel gab. Ihre Auszählungen werden viel höher als die Stimmzettel selbst. Bei der Handauszählung haben wir 2 bestimmte Zahlen festgestellt und die erfüllt wurden. Und die Handauszählung brachte uns auch einen Wert von 105,003% der gesamten Zettel. Und 0,009 der Marge war Fehler, was im Wesentlichen genau ist. Die meisten Wissenschaftler sagen, dass wir bei der Handauszählung zwischen 1 und 2% liegen werden. Ich verstehe, dass Sie, als diese Bänder überprüft und Analyse gemacht haben, dies missmittelt haben als Verschwörungstheorie. Aber Sie mussten trotzdem eine Menge Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit darüber erfährt. Diese Anschuldigungen haben Sie häufig gemacht. Lassen Sie uns einen Blick auf die Pressekonferenzen am 7. Dezember werfen, Mr. Sterling. Wir werden zu dem übergehen, was ich Desinformation nennen werde am Montag. Gleich zu Beginn haben viele von euch das Video der State Farm Arena gesehen. Ich habe Stunden mit unseren Prüfern verbracht. Wir sind dieses Video durchgegangen. Den Leuten zu erklären, dass was wir gesehen haben, die geheimen Koffer mit den magischen Stimmzetteln, die von den Mitarbeitern in den Briefwahlbüros und den Augen der Beobachter gesehen wurden, was wirklich frustrierend ist, ist, dass die Anwälte des Präsidenten das gleiche Video hatten, dass genau das gleiche, was der Rest von uns sehen konnte, gesehen haben und sich entschieden haben, die staatlichen Senatoren und die Öffentlichkeit über den Inhalt des Videos in die Irre zu führen.
and the public about what was on that video. Ich bin mir sicher, dass Sie nicht versuchen werden, das Video zu charakterisieren, wenn Sie versuchen, es in den Prozess einzubringen, weil es zur Irreführung beantragt hat. Sie wussten nun, dass es nicht wahr war. Mr. Stirling, trotz der Bemühungen Ihres Büros, diese Fehlinformation zu bekämpfen, Sie haben geäußert, dass Sie nicht in der Lage waren, die Reichweite von Präsident Trumps zu erreichen, diese falschen Verschwörungstheorien zu verbreiten. Wie war es, mit dem Präsidenten zu konkurrieren, der die größte Tyrannenkanzlei der Welt hat? In Ermangelung eines besseren Wortes, es war frustrierend, aber oft hatte ich das Gefühl, dass unsere Informationen nach außen drangen und eine Zurückhaltung ausgelöst haben. Es gab Leute, die es glauben mussten, weil der Präsident der Vereinigten Staaten, den sie respektieren, es ihnen sagte, trotz der Fakten. Es war wie eine Schaufel, die versucht, den Ozean zu leeren. Und es war frustrierend. Ich habe sogar Familienmitglieder, mit denen ich mich über einige dieser Dinge streiten musste. Ich habe ihnen Dinge gezeigt. Das Problem, das du hast, ist, dass du zu den Herzen der Menschen vordringen musst. Ich erinnere mich an einen speziellen Fall eines Anwalts, von dem wir wissen, dass wir ihm gezeigt haben, wie er da durchgeht. Das war nicht wahr, okay, das verstehe ich, das war unwahr, ich verstehe das. 5 oder 6 Dinge. Und er sagte zum Schluss, ich weiß einfach in deinem Herzen, dass sie betrogen haben. Wenn man also das Herz überwindet, sind die Fakten nicht mehr so wichtig. Und unsere Aufgabe ist es, die Fakten zu veröffentlichen, unseren Job zu machen, die Wahrheit zu sagen, die Verfassung zu befolgen. Schauen wir uns mal an, mit wem sie konkurrieren. Das ist der ehemalige Präsident, der spricht am 5. Dezember in Georgia. Der Betrug ist überwältigend und wieder möchte ich Sie bitten, auf diesen sehr, sehr mächtigen, teuren Bildschirm zu schauen. Versteckte Kisten mit möglichen Stimmzetteln werden unter dem Tisch hervorgeholt, viele Leute unter einer Wolke von Verdacht. Wenn man einfach das Verbrechen nimmt, was diese Demokraten getan haben und nebenbei bemerkt, es gab keinen Wasserleitungsbruch, wissen Sie, es gab keinen Wasserleitungsbruch. Das ist 10-mal mehr, als ich brauche, um diesen Staat zu gewinnen. 10-mal mehr. Vielleicht mehr als das, aber es ist 10-mal mehr, weil wir mit einer sehr knappen Zahl verloren haben. Bei der Anhörung dieses Ausschusses am letzten Montag hörten wir einen hochrangigen Beamten in Atlanta zu der Zeit. Er war Anwalt für den Norddistrikt sowie den ehemaligen Generalstaatsanwalt Bill Barr. Beide sagten aus, dass die Anschuldigungen gründlich untersucht wurden und für unberechtigt befunden wurden. Hier ist US Attorney Pack. Ich habe gesagt, dass wir der Sache nachgegangen sind. Wir haben mehrere Dinge getan, einschließlich der Befragung der Zeugen. Ich habe mir die Bände angehört und sie selbst überprüft. Da war nichts zu finden. Giuliani hat sich geirrt, als er behauptete, dass es hier um einen Koffer voller Stimmzettel handelte. Und hier ist, was Generalanwalt Bibar gesagt hat zu den Anschuldigungen. Wir haben genau einen Blick darauf geworfen, basierend auf unserer Überprüfung, einschließlich der Befragung der Hauptzeugen. Die Anschuldigungen von Fulton County waren nicht stichhaltig. Wir haben auch Zeugenaussagen von hochrangigen Mitarbeitern des Justizministeriums, die belegen, dass Präsident Trump ausdrücklich gesagt wurde, dass die Anschuldigungen gründlich untersucht wurden, völlig unbegründet waren. Hier ist der stellvertretende Staatsanwalt Richard Donahue. Ein Telefongespräch, in dem er Präsident Trump ausdrücklich sagte, dass diese Anschuldigungen falsch waren. Der Präsident fixierte sich immer wieder auf diese Koffer und ich sagte, nein, Sir, es gibt keine Koffer. Sie können sich das Video wieder und wieder ansehen. Es gibt keinen Koffer, es gibt einen Behälter, in dem Sie die Stimmzettel tragen. Wo Sie die Stimmzettel tragen. Egal wie viele Mal Beamte einschließlich seines eigenen Generalstaatsanwalts dem Präsidenten sagen, dass diese Anschuldigungen nicht wahr seien, hat Präsident Trump diese Lügen weiter verbreitet und übte Druck auf Staatsbeamte aus. Am 2. Januar hat der Präsident ein langes Telefonat mit Sekretär Raffensperger.
Vor dem Gespräch möchte ich einige wichtige Informationen mitteilen. Zunächst hat das Weiße Haus einschließlich des ehemaligen Stabschefs des Präsidenten Mark Meadows wiederholt das Büro des Ministers angerufen oder eine SMS geschickt, um das Treffen zu arrangieren. Sie waren ziemlich hartnäckig. Zweitens, Stabschef Mark Meadows unternahm den außergewöhnlichen Schritt, bei einer Unterschriftenprüfung in Georgia aufzutauchen, wo er sich dem Chefermittler von Minister Raffensperger traf, der diesen Prüfungsprozess überwachte. Hinter mir sehen Sie ein Foto von diesem Besuch. Drittens, am Tag danach arrangierte Meadows ein Treffen zwischen Francis Ransom und Präsident Johnson. Während dieses Treffens fuhr der ehemalige Präsident fort, die falschen Behauptungen aufzustellen, er habe die Wahl im Staat Georgia gewonnen. Hören Sie uns diesen Teil des Gesprächs an. Wissen Sie, es ist einfach so, dass Sie den wichtigen Job benannt haben, den wir in Georgia gewinnen. Wenn wir gewinnen, dann werden Sie auch gewinnen. Sie werden jetzt nicht gewinnen. Wissen Sie, Sie sind am Boden. Weil die Menschen in Georgia so wütend sind über das, was mit mir passiert ist. Sie wissen, dass ich gewonnen habe mit Hunderttausenden von Stimmen. Und im nächsten Clip sagte einem staatlichen Strafverfolgungsbeamten, dass sie gelobt worden würde, wenn sie die richtige Antwort findet. Hoffentlich wissen Sie, wann die richtige Antwort herauskommt, wenn Sie gelobt werden. Ich meine, ich weiß nicht warum, wissen Sie, Sie haben es so schwer gemacht. Sie werden gelobt werden, die Leute werden sagen, großartig, denn darum geht es ja, um die Fähigkeit zu prüfen und es richtig zu machen. Weil jeder weiß, dass es falsch ist, es gibt einfach keine Möglichkeit. Mr. Raffensperger, ich weiß, dass Sie nicht bei diesem Anruf waren, aber dass Sie zugehört haben. Präsident Trump hat nicht mit Hunderttausenden von Stimmen gewonnen, oder? Nein, hat er nicht. Ich reise jetzt seit einem Jahr durch den Staat Georgia, um es kurz zu machen. Was im Herbst 2020 passiert ist, dass 28.000 Georgier das Präsidentschaftsrennen übersprungen haben und trotzdem haben sie ihre Stimme abgegeben in anderen Rennen. Und der republikanische Kongressabgeordnete hat am Ende 33 Stimmen mehr bekommen als Präsident Trump. Deshalb hat Präsident Trump den Kürzeren gezogen. Danke, Herr Minister. In diesem Ruf hier hört der Präsident nicht auf. Hören wir uns einen weiteren Teil des Gesprächs zwischen Präsident Trump und Ms. Watson an. Was immer Sie tun können, Francis, wäre eine großartige Sache, ist eine wichtige Sache für das Land und so wichtig, Sie haben keine Ahnung, wie wichtig, ich würde das sehr schätzen, wissen Sie. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der einen Ermittler anruft, der die Wahl untersucht, bei der er der Kandidat ist, alles zu tun, was Sie tun können. Herr Minister, Sie haben diesen Anruf an Ihren Chefermittler am 3. September 2020 weitergeleitet. Aus den Hervorgängen, dass Mark Meadows einige Ermittler in Ihrem Büro schicken wollte und die Worte eines Assistenten des Weißen Hauses sagte eine dumme Sache. Mitarbeiter des Weißen Hauses intervenieren, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Zum Zeitpunkt dieses Anrufs war klar, dass der ehemalige Präsident 6. Januar ein Auge hatte. Hören Sie sich diesen Teil an, als er Francis Watson das Datum erzählte. Werden Sie nach Weihnachten arbeiten, damit es schnell weitergeht? Weil, wissen Sie, wir haben das Datum des 6. Das ist ein sehr wichtiges Datum. Dieses wichtige Datum war natürlich die gemeinsame Sitzung des Kongresses, bei der die Wahlstimmen Georgias für Joe Biden ausgezählt werden sollten. Etwas mehr als eine Woche nach diesem Anruf bei Francis Watson konnte der Präsident endlich mit Ihnen, Sprecher Sekretär Raffensperger, reden. Bedenken Sie, da wir heute diesen Anruf besprechen haben, dass es zu diesem Zeitpunkt Anfang Januar war und die Wahl in Georgia war bereits beschäftigt. Was vielleicht wichtiger ist, dass der Präsident bereits wiederholt von seiner eigenen Führungsspitze gesagt worden war, dass die Behauptungen, die ihm gegenüber massiven Betrug aufstellen wollte, völlig falsch waren. Das Gespräch dauert 67 Minuten, über eine Stunde. Wir können heute darüber nicht die gesamte Aufzeichnung anhören. Lassen Sie uns mit dem Präsidenten beginnen, der die gründlich entlarvten Behauptungen über die Koffer mit Stimmzettel anspricht. Sie waren nicht in einer offiziellen Wahlurne, sie waren in Koffern oder Kisten,
aber sie waren nicht in Wahlurnen, die Mindestanzahl, die es sein könnte. Und wir haben es beobachtet und sie haben es in Zeitlupe gesehen, als sofort Wiederholung. Wenn man es glauben kann, aber es war in Zeitlupe, es wurde um ein Vielfaches vergrößert. Und das Minimum, das es war, waren 18.000 Stimmzettel, alle vier für Biden. So, die Behauptung des Justizministeriums, worüber der Generalstaatsanwalt das Bureau of Investigation berichtete, sie sagt, es sei falsch. Richtig. Was noch wichtiger ist, wenn B.J. Peck als Staatsanwalt zurücktrat, ernannte Präsident Trump seinen Ersatz mit Bobby Christine. Bobby Christine sah sich das an und sagte, er habe nichts gefunden und lehnte den Fall frühzeitig ab. Danke, Herr Sekretär. Der Präsident spricht vom Koffer. Mr. Spelling, wo sind die Objekte in diesen Videos oder die Koffers? Wo sind sie zu sehen, die von Wahlhelfern benutzt wurden? Es sind Standard-Wahlzettelträger, die es erlauben, Manipulation sicher gemacht zu werden. Der Präsident behauptet schließlich, es gäbe ein Minimum von 18.000 Stimmzettel, die irgendwo hineingeschmuggelt wurden. Das war doch falsch. Erstens gibt es keine physische Möglichkeit, dass er wissen konnte, für wen die Stimmzettel waren. Zweitens, wir hatten in Fulton County seit Jahren ein Problem in unserem Staat, wenn es um Wahlen geht. Sie hatten ein Problem während der Vorwahlen, zum großen Teil wegen Covid, wegen Corona. Wir hatten also einen Monitor vor Ort, Carter Jones. Er machte eine Notiz, er war von der State Farm zum Lagerhaus in der English Street gegangen, um sich die Aktivitäten am Wahltag anzusehen. Aber bevor er ging, notierte er, wie viele Stimmzettel auf jeder der Maschinen gezählt wurden. Nachdem er zurückkam, hat er herausgefunden, dass sie funktionierten. Und am Ende hat er gefunden, dass 8.900 ausgezählt wurden. Viel weniger als 18.000. Also ich hörte, dass Knapper sagt, es gibt keinen Weg, aber sie haben eine Menge Stimmen der späten Nacht fallen lassen. Du weißt das, Brad. Der Sekretär, hat jemand in der Stadt eine Menge Stimmen dort deponiert? Nein. Ich glaube, der Präsident war auf einige der Bezirke bezogen, als sie hochgeladen wurden. Aber die Stimmzettel waren schon alle da und mussten nach staatlichem Recht bis 19 Uhr akzeptiert werden, dass sie keine zusätzlichen Stimmzettel akzeptieren. Das nächste Segment zeigt uns, wie der Präsident eine Behauptung über sogenannte tote Wähler aufstellt. Die andere Sache, Tote, also haben Tote gewählt. Ich denke, die Zahl ist nahe dran von 5.000. Sie haben Nachrufe gelesen, sie haben alle möglichen Methoden angewandt, um eine genaue Zahl zu ermitteln und das Minimum liegt bei etwa 5.000 tote Wähler. Herr Sekretär, hat Ihr Büro untersucht, ob die Behauptung stimmt, dass 5.000 Tote gewählt haben? Nein, das ist nicht korrekt. In Ihren Klagen behaupten Sie 10.315 Tote. Wir haben 2 Tote gefunden, als ich meinen Brief an den Kongress geschrieben habe. Und danach haben wir noch 2 mehr gefunden. Das sind 1, 2, 3, 4 Menschen. Nicht 4.000 insgesamt. 4, nicht 10.000, nicht 5.000. Lassen Sie uns den nächsten Clip abspielen. Es ist nichts falsch daran zu sagen, ihr wisst schon, dass ihr nachgerechnet habt, weil die 2236 Briefe als Stimmen, ich meine, es sind alle exakte Zahlen, die von den Buchhaltungsfirmen gemacht wurden. Selbst wenn man sie reduziert, halbiert, halbiert und wieder halbiert, sind es mehr Stimmen, als wir brauchen. Herr Sekretär, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie Sie das Ergebnis im Bundesstaat Georgia rechtmäßig ändern können, irgendwie als eine Neuberechnung? Nein, die Zahlen sind die Zahlen lügen nicht. Wir haben viele Anschuldigungen, wir haben jede einzelne davon untersucht. Ich habe mein Team herausgefordert. Sie sagten, Sie hätten über 66.000 minderjährige Wähler gefunden. Wir haben festgestellt, dass es null waren. Wir haben das alles untersucht. Sie sagten, es gibt 204.023 nicht registrierte Wähler. Sie sagten, es wäre null.
Also es gibt keine Möglichkeit, außer durch Verdrehen der Zahlen. Die Zahlen waren die Zahlen, wir konnten nicht nachrechnen, weil wir sicher waren, dass wir jede einzelne Behauptung überprüft haben. Wir haben 300 Untersuchungen von der Wahl. Herr Minister, haben Sie versucht zurückzuschlagen, als der Präsident einige unbegründete weitere Behauptungen aufstellte, ob es nun um Koffer in Stimmen geht? Lassen Sie uns den nächsten Clip anschauen. Mr. President, Sie haben das nicht getan. Wir haben das geprüft. Wir haben schlüssig bewiesen, dass Sie nicht dreimal gestellt worden wären. Herr Präsident, wir hören den Link. Schim. Die Länge ist mir egal. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe einen viel besseren Link. Sie haben dem Präsidenten gesagt, Sie würden einen Link schicken von einer lokalen Fernsehsender. Das war ein unbearbeitetes Video von der State Farm Arena, aber der Präsident war nicht daran interessiert. Er sagte, er habe einen viel besseren Link. Herr Minister, als Sie mit dem Präsidenten telefoniert haben, haben wir gezeigt, dass FBI, als auch Georgia Bureau of Investigation, dass diese Behauptungen unsinnig waren. Sie haben ihn von diesen Untersuchungen am Telefon erzählt. Hören wir uns an, was Präsident Trump darüber gesagt hat, zu diesen falschen Behauptungen, die Sie durchuntersucht haben. Es gibt keine Möglichkeit, Sie sind inkompetent. Was haben Sie gefunden? Es gibt nur zwei Antworten, Unehrlichkeit oder Inkompetenz. Es gibt keinen Einfallweg, es gibt keine Möglichkeit. Der Präsident hat nicht aufgehört mit der Andeutung, der Strafverfolgungsbeamte entweder unehrlich oder inkompetent sein. Er fuhr fort, vorzuschlagen, dass man für ihre Rolle in dieser Angelegenheit strafrechtlich verurteilt werden kann. Bevor ich diesen Teil des Gesprächs wiedergebe, möchte ich Ihnen etwas zeigen, das der Präsident ein paar Wochen getweetet hat. Hier ist der Retweet des Präsidenten. Ein Anwalt, der später von einem Richter in Michigan wegen falscher Behauptungen sanktioniert wurde, wir werfen einen Blick auf diesen Tweet. Der Tweet lautet, Zitat, Präsident Trump, der echte Donald Trump, ist ein wirklich guter Mann. Er mag es nicht wirklich Leuten zu freuen. Ich wette, er mag es nicht, Leute ins Gefängnis zu stecken, besonders nicht Republikaner. Er gab dem Brian Kemp und der Staatssekretär jede Chance, es richtig zu machen. Sie haben sich geweigert, sie werden bald ins Gefängnis gehen. Bei ihrem Anruf hat der Präsident nicht zum ersten Mal angedeutet, dass sie strafrechtlich verantwortlich sein würden. Hören wir uns das an. Ich denke, man wird feststellen, dass sie die Stimmzettel zertreten, weil sie die Stimmzettel loswerden müssen, weil die unsigniert sind. Sie sind korrupt, sie sind brandneu, sie haben keine Siegel, es gibt eine Sache mit den Stimmzetteln, aber die Stimmzettel sind korrekt. Und es ist illegal, Sie werden feststellen, dass es illegaler für Sie ist als für Sie und Sie werden es nicht melden, wissen Sie, das ist eine Straftat, das dürfen Sie nicht zulassen, großes Risiko, das ist ein großes Risiko, Sekretär Graham. Herr Sekretär, nachdem Sie die falschen Behauptungen aufgestellt haben, hat der Präsident angedeutet, dass Sie vielleicht ein Verbrechen gegeben, wenn Sie seine Behauptungen nicht anschließen, auch dem angeordnet hat, dass Sie kriminell sein könnten, stellt er seine deutlichste Forderung in diesem Gespräch auf. Lassen Sie uns einen Teil dieses Gesprächs abspielen. Schau, alles, was ich tun will, ist es. Ich möchte einfach 11.780 Stimmen finden. Das ist eine mehr, als wir haben, weil wir den Staat gewonnen haben. Herr Sekretär, hat der Präsident Sie darum gebeten, über das? Eine Stimme mehr als sein Gegner? Was ich wusste, war, dass wir keine Stimmen zu finden hatten. Wir mussten ständig suchen, wir haben nachgeforscht, so wie ich gerade mit Ihnen gezeigt habe. Es gab keine Stimmen zu finden, es war genaue Auszählung und es wurden keine Stimmen geschreddert. Sekretär, nachdem der Präsident diese Bitte geäußert hat und auf der Gefahr hin, schauen wir uns diesen Clip an. Ich habe Ihnen dabei zugesehen heute Morgen. Es gab keine Kriminalität, aber ich meine, alle dieses Zeug ist sehr gefährliches Zeug. Wenn Sie von keiner Kriminalität sprechen, denke ich, dass es sehr gefährlich ist, für Sie das zu sagen.
Ravensberger, Sie haben darüber in Ihrem Buch geschrieben. Sie sagten, Zitat, fühlte damals und glaube heute noch, dass dies eine Bedrohung war. Andere dachten offensichtlich auch so, denn einige von Trumps radikalen Anhänger haben reagiert, als sei es ihre Pflicht, diese Drohung wahrzumachen. Bitte sagen Sie uns, was Sie, Ihre Frau, sogar Ihre Schwiegertochter in Bezug auf Drohungen von Trumps radikalen Anhängern erlebt haben. Nach der Wahl, meine E-Mails, mein Telefon, überschüttet schließlich beginnt meine Frau, SMS zu bekommen. Sie kam typischerweise in Form von sexualisierten Texten, die ekelhaft waren. Sie müssen verstehen, Trish und ich haben uns in der Highschool kennengelernt und wir sind seit über 40 Jahren verheiratet, als sie anfing, ihr nachzustellen und mich unter Druck setzen. Das ist also passiert und dann sind ein paar Leute in das Haus meiner Schwiegertochter eingebrochen. Mein Sohn ist gestorben und sie ist Witwe und hat zwei Kinder, also sind wir auch sehr besorgt um ihre Sicherheit. Herr Sekretär, warum haben Sie nicht einfach nachgegeben? Weil ich wusste, dass wir dem Gesetz folgen. Wir folgen der Verfassung und ich denke, dass auch etwas manchmal Momente erfordert, wo man aufsteht und einfach die Schüsse abgeht. Wir machen unseren Job, das ist alles. Wir folgen einfach dem Gesetz der Verfassung und am Ende des Tages wird Präsident Trump sich nicht durchsetzen können, aber ich musste der Verfassung treu bleiben, das ist es, worauf ich einen Eid geschworen habe. Während der verbleibenden Zeit drängte der ehemalige Präsident sie weiter, sich Stimmen zu finden, die einen Sieg in Georgia sichern würden. Lassen Sie uns ein wenig mehr zuhören. Warum würden Sie nicht wollen, die richtige Antwort zu finden, weil stattdessen sagen, immer wieder, dass die Zahlen richtig sind. Könnt ihr euch morgen treffen, Brad? Wir wollen nur die Wahrheit. Es ist einfach. Und jeder wird sehr gut dastehen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist in Ordnung. Wir brauchen ein bisschen Zeit, aber lass die Wahrheit ans Licht kommen. Die Wahrheit ist, dass ich gewonnen habe mit mindestens 400.000 Stimmen. Also was werden wir jetzt tun, Leute? Ich brauche nur 11.000 Stimmen, Leute. Ich brauche 11.000 Stimmen. Mach mal halblang. 4 Tage nach dem Aufruf des Präsidenten an Sekretär Raffensperger peitschte der Präsident die Menge noch einmal auf, indem er die Behauptung aufstellte, dass Minister Raffensperger, der eigene Generalstaatsanwalt des Präsidenten, ihm gesagt hatte, dass die Behauptung falsch sei. Hier ist er auf der Ellipse. In Fulton County wurden republikanische Wahlbeobachter aus dem Raum geworfen, in einigen Fällen physisch unter dem falschen Vorwand eines Rohrbruchs, ein Wasserrohrbruch, alle raus. Wir wissen jetzt, dass das eine totale Lüge ist. Dann haben Wahlhelfer Demokraten Kisten mit Stimmzetteln unter einem Tisch hervorgeholt. Total betrügerisch und sie haben illegal gescannt, fast 2 Stunden lang, völlig unbeaufsichtigt. Zehntausende von Stimmen. Diese Tat fiel mit einem mysteriösen Stimmenabzug von bis zu 100.000 Stimmen für Joe Biden aus. Fast keine für Trump. Oh, das klingt fair. Das war um 1.34 Uhr in der Früh. Herr Sekretär, Mr. Sterling, ich möchte Ihnen für Ihren Dienst für den Staat Georgia und für das Land danken. Sprecher Bowers ebenfalls, ich möchte Ihnen für Ihre Dienste für den Staat Arizona und das Land danken. Sie haben nicht nur Ihrem Heimstaat gedient, sondern auch unserer Nation und unserer Demokratie. Herr Vorsitzender, ich gebe das Wort zurück. Danke, Herr Schiff. Ich danke den Zeugen, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind jetzt entlassen.
Ich begrüße jetzt unsere letzten Zeugen an diesem Nachmittag. Andrea Chemos, Ms. Moss, arbeitete in einer Abteilung für Wahlen und Registrierungen in Fulton County, Georgia von 2017 bis 2022. Und in diesem Job hat Frau Moss Wähleranträge und Anträge auf Briefwahl bearbeitet. Und sie hat auch bei der Auszählung der Stimmen für ihre Wahl mitgeholfen. Im Dezember 2020 sind Frau Moss und ihre Mutter, Frau Ruby Freeman, zur Zielscheibe fieser Lügen geworden, die von Präsident Trump und seinen Verbündeten verbreitet wurden, als sie versuchten, das Wahlergebnis in Georgia zu kippen. Miss Moss und ihre Mutter, Miss Freeman, sind zwei der unbesungenen Helden in diesem Land, die eine harte Arbeit leisten, unsere Demokratie für jeden Amerikaner am Laufen zu halten. Miss Moss, herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst und ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind. Ich werde Sie jetzt vereidigen. Bitte stehen Sie auf. Schwören Sie unter Androhung der Strafe des Meineids, dass Ihre Aussage der Wahrheit ist, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Danke, bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie zu Protokoll, dass der Zeuge die Zeugen im Sinne der Anklage geantwortet hat. Affirmative. Frau Moss, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich habe verstanden, dass Sie zusammen mit Ihrer Mutter heute hier sind. Möchten Sie Ihre Mutter vorstellen? Hi, Mom. Hi, Mom. Miss Moss, heute werden wir Sie nach den Drohungen fragen, die Sie nach der Wahl 2020 erhalten haben. Da Sie seit über 10 Jahren Wahlhelferin sind, möchte ich Sie fragen, in Ihrem Jahrzehnt des Dienstes, haben Sie jemals zuvor Drohungen wie diese erlebt? Seien Sie nicht nervös. Ich verstehe das. Und ich möchte sicher gehen, dass das Protokoll widerspiegelt, dass Sie das schon eine ganze Weile gemacht haben und nie eine Drohung erhalten haben und Ihre Antwort Nein war. Danke. Gemäß Abschnitt C8 der Hausresolution 503 erteilt der Vorsitzende dem Herrn aus Kalifornien, Mr. Schiff, das Recht für Fragen. Guten Tag, Ms. Moss, danke, dass Sie hier sind. Ich habe gehört, dass Sie da in der Wahlbehörde des Fulton County angestellt waren, mehr als 10 Jahre, und dass Sie diesen Job geliebt haben. Bitte erzählen Sie uns, was Sie dazu gebracht hat, die Arbeit, die Sie taten, so sehr mochten, aufzugeben. Man hat mir immer gesagt, und meine Großmutter sagte es mir, wie wichtig es ist, zu wählen und wie die Leute vor mir, Leute in meiner Familie, dieses Recht nicht hatten. Was ich also am meisten an meinem Job gemocht habe, waren die älteren Wähler. Die jüngeren Leute konnten in der Regel alles von ihrem Telefon aus machen oder online gehen. Aber die älteren Wähler rufen gerne an, sie reden gerne mit dir, sie wollen meine Karte haben, sie mögen mich sehen, dass ich bei jeder Wahl hier vorhanden bin, und sogar Studenten, viele Eltern vertrauen mir, dass ich dafür sorge, dass ihr Kind nicht nach Hause fahren muss. Sie werden eine Briefwahl bekommen, sie können wählen. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mag es, diejenigen zu sein, von der weiß, wenn jemand zum Beispiel sich nicht orientieren kann, er kann kein Auto fahren, er hat keine Kopienmaschine zu Hause, ich kann ihnen eine Wahlkreiskarte geben oder ich kann ihnen die Wahlkarte per Post schicken. Ich habe mich immer gefreut, die Briefwahlunterlagen für die älteren Menschen zu verschicken, behinderte Menschen. Ich erinnere mich sogar daran, dass ich zu einem Krankenhaus gefahren bin, um jemand seinen Briefwahlantrag zu überreichen. Das ist es, was ich am meisten liebe.
Also es macht Ihnen also wirklich Spaß, Menschen beim Wählen und bei der Teilnahme zu helfen. Und das war etwas, was Sie von Ihrer Großmutter auch übermittelt bekommen haben. Ich weiß, die Events, die wir hier heute sprechen, sind unglaublich schwierig zu erleben. Ihr proud service als Election-Worker took a dramatic turn on the day that Rudy Giuliani publicized a video of you and your mother counting ballots on election night. Ich weiß, dass die Ereignisse, über die wir heute hier sprechen wollen, unglaublich schwierig sind. Ihr Tag nahm eine tragische Wende, als ein Rudy Giuliani-Video von Ihnen und Ihrer Mutter beim Auszählen veröffentlicht wurden, wo Sie in der Wahlnacht zählen und Präsident Trump und Rudy Giuliani behaupteten von diesem Video, dass Sie und Ihre Mutter irgendwie in eine Verschwörung verwickelt waren, mit falschen Stimmzetteln für Biden, die Sie durch die Maschine haben laufen lassen. Ich würde Ihnen gerne ein Video zeigen mit den Aussagen, die Rudy Giuliani in einer zweiten Anhörung gemacht hatten. Diese Aussagen waren völlig falsch und auch zutiefst beunruhigend. Am Tag früher heute war Ruby Firman und Jay Freeman Moss und eine andere Herren ganz offensichtlich heimlich Urspots herumreichen, als ob es Ampullen mit Heroin oder Kokain wären. Ich meine, es ist für jeden offensichtlich, wer ein Staatsanwalt ist, wenn illegale Aktivitäten stattfinden. Sie hätten verhaftet werden müssen, um verhaftet zu werden. Ihre Arbeitsplätze, ihre Wohnungen sollen nach Beweisen für Stimmzettel durchsucht werden, nach Beweisen. Man sollte nach Beweisen für Wählerbetrug suchen für diese Menschen. Das Video war von Rudy Giulianis Auftritt bei der Anhörung im Senat des Staates Georgia am 10. Dezember. Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden, dass Rudy Giuliani, der Anwalt des Präsidenten, Sie und Ihre Mutter eines Verbrechens beschuldigte? Ich war wie immer bei der Arbeit. Der ehemalige Chef, Mr. Jones, bat mich, in sein Büro zu kommen. Und als ich in sein Büro ging, war der ehemalige Direktor Mr. Barron da und beide zeigten mir ein Video auf ihrem Computer. Es war nur ein ganz kurzes Clip von uns, wie wir bei State Farm arbeiteten. Und da war jemand, der über dieses Video gesprochen hat. Und er sagte, dass wir Dinge tun würden, die wir nicht tun sollten. Sie haben durch das ganze Video hindurch gelogen. Das war, als ich das erste Mal davon erfuhr. Und gab es Social Media Posts, wo gezeigt wurde, wie Sie auf diese falschen Behauptungen reagierten? Als ich das Video sah, war natürlich das Erste, was ich sagte: Warum? Wow, warum machen die das? Was ist da los? Und sie haben mir einfach gesagt, dass Trump und seine Verbündeten mit dem Ausgang der Wahl nicht zufrieden waren und dass sie viele Drohungen bekamen und online belästigt wurden. Und sie fragten mich, ob ich Drohungen erhalten habe, irgendetwas. Und ich sollte nach meiner Mutter sehen und ich sagte ihnen, woher? Wo haben Sie diese Drohungen herbekommen? Ich glaube nicht, dass ich welche habe. Mr. Jones hat mir gesagt, dass Sie ihn auf Facebook angreifen. Ich benutze Facebook nicht wirklich. Ich habe eins, also bin ich zu Facebook gegangen, bin nun irgendwie in Panik geraten, weil mir das noch nie passiert ist und meine Mutter involviert ist. Ich bin ein Einzelkind, also ich frage nur, wo sind die Nachrichten? Also was ich sehe, sind die Feeds, wo kommst du an die Nachrichten? Er sagte, es ist ein anderes Symbol auf einem Handy, das heißt Messenger. Und ich bin auf dieses Symbol gegangen, so einen Haufen von schrecklichen Dingen dort zu finden. Diese schrecklichen Dinge, haben Sie Drohungen erhalten? Ja, eine Menge Drohungen. Sie haben mir den Tod gewünscht.
Sie sagten mir, dass ich in einem Gefängnis zusammen mit meiner Mutter zusammen dort landen würden. Sie sagten Sachen wie, ich sollte froh sein, dass es 2020 ist und nicht 1920. Und einige dieser Drohungen und abscheulichen Kommentare von rassistischer Natur. Viele von ihnen waren rassistisch, viele von ihnen waren einfach hasserfüllt. Ja, Sir. Einem der Videos, die wir gerade gesehen haben, beschuldigte Herr Giuliani, sie und ihre Mutter eine Art USB-Laufwerk aneinander weitergeben zu haben. Was hat ihre Mutter eigentlich in dem Video an sie weitergegeben? Es war ein Pfefferminzbonbon. Es war nicht nur Rudy Giuliani. Wir haben gehört, wie Präsident Trump diese falschen Behauptungen wiederholt hat während seines Telefonats mit Sekretär Raffensperger. Lassen Sie uns einen Teil anhören, was er über Sie und Ihre Mutter zu sagen hatte. Wir hatten mindestens 80.000, das ist auf Band, wir haben sie gezählt, 18.000 Stimmen. Es hat mit Rudy Freeman zu tun, sie ist eine Wahlbetrügerin, eine professionelle Wahlbetrügerin und Abzockerin. Donald Trump hat sie angegriffen und ihre Mutter unter Verwendung ihres Namens 18 Mal in diesem Anruf, 18 Mal. Frau Moss, können Sie beschreiben, was Sie erlebt haben, als Sie hörten, wie Präsident Trump Sie und Ihre Mutter in einem Telefonat mit dem Staatssekretär angegriffen hat? Ich fühlte mich schrecklich. Ich hatte das Gefühl, dass alles meine Schuld war, als ob ich weder das eine noch das andere getan hätte, um Wahlhelferin zu werden. Ich hätte irgendetwas anderes werden können, aber das ist es, wofür ich mich entschieden habe. Und jetzt lügen die Leute und verbreiten Gerüchte und greifen meine Mutter an. Ich bin ihr einziges Kind. Sie gehen zum Haus meiner Großmutter. Ich bin ihr einziges Enkelkind und Mike ist mein Kind. Ich habe mich einfach nur schlecht gefühlt für meine Mutter. Und ich habe mich schrecklich gefühlt, weil ich mir diesen Job ausgesucht habe und weil ich diejenige bin, die immer helfen will und immer da ist und nie etwas verpasst bei der Wahl. Ich hatte das Gefühl, dass meine Schuld war, meine Familie in diese Situation zu bringen. Es war nicht ihre Schuld. Ihre Mutter war so freundlich, vorhin mit uns zu sprechen. Lass uns ihre Geschichte anhören mit ihrer Worte. Mein Name ist Ruby Freeman. Ich habe immer geglaubt, dass wenn Gott sagt, er wird deinen Namen groß machen. Aber das ist nicht, wie es eigentlich sein sollte. Ich hätte mir nie die Ereignisse vorstellen können, die auf der Präsidentschaftswahl 2020 folgten. Für mein ganzes professionelles Berufsleben war ich Lady Ruby, meine Gemeinde in Georgia, wo ich geboren wurde und mein ganzes Leben gelebt habe, kannte mich jeder als Lady Ruby. Ich baute mein eigenes Geschäft auf diesen Namen auf, die Ruby's Unique Treasures. Ein Pop-Up-Shop, der sich an Damen mit einzigartigen Leidenschaften richtete. Ich trug ein Hemd, auf dem ich stolz verkündete, dass ich Lady Ruby war und bin. Tatsächlich hatte ich dieses Shirt, ich habe dieses Hemd in jeder Farbe besessen. Ich habe dieses Hemd am Wahltag 2020 getragen. Ich habe es seitdem nicht mehr getragen und ich werde es nie wieder tragen. Ich werde mich im Moment gar nicht mehr mit meinem Namen vorstellen können. Ich werde nervös, wenn ich jemanden anschaue. Ich weiß im Lebensmittelladen, wer meinen Namen sagt. Ich mache mir Sorgen, wenn mir jemand zuhört. Ich werde nervös, wenn ich meinen Namen bei der Essensbestellung nennen muss. Ich bin immer besorgt darüber, wer um mich herum ist. Ich habe meinen Namen und meinen Ruf verloren. Ich habe mein Gefühl von Sicherheit verloren. Alles nur, weil eine Gruppe von Menschen, beginnend mit Nummer 45 und seinem Verbündeten Rudy Giuliani, beschlossen hat, mich zum Sündenbock zu machen und ihre eigenen Lügen zu verbreiten, wer die Präsidentschaftswahlen gestohlen wurden. Miss Maas, wie hat die Erfahrung von ehemaligen Präsidenten und seinen Verbündeten ins Visier genommen zu werden, ihr Leben beeinflusst? Es hat mein Leben auf den Kopf gestellt.
Ich gebe meine Visitenkarte nicht mehr aus, ich stelle keine Anrufe durch. Ich möchte nicht, dass jemand meinen Namen kennt. Ich will nirgendwo mit meiner Mutter hingehen, weil sie vielleicht meinen Namen im Supermarkt herausschreien könnten oder so. Ich gehe nicht in den Lebensmittelladen, ich gehe überhaupt nirgendwo mehr hin. Ich habe ungefähr 60 Pfund zugenommen, ich mache einfach gar nichts mehr. Ich will nirgendwo hingehen. Ich glaube, ich schätze alles, was ich in meinem Leben getan habe. Ich tue, es hat mein Leben auf eine Weise beeinflusst, auf eine große Weise, in jeder Hinsicht. Alles wegen Lügen. Und ich meinen Job mache, das ist die gleiche Sache, die ich schon immer gemacht habe. Ihre Mutter hat im Unterausschuss auch erzählt, wie sie zu ihrer Sicherheit ihr eigenes Haus verlassen und untertauchen musste, nachdem das FBI ihr gesagt hatte, dass es sie nicht mehr sicher ist bis zur Amtseinführung des 6. Januar. Lassen Sie uns diese Geschichte mit eigenen Worten anhören. In der Woche des 6. Januar informierte mich das FBI, dass ich aus Sicherheitsgründen mein Haus verlassen müsse. Und ich verließ mein Haus aus Sicherheitsgründen um diese Zeit. Ich verstehe, wie lange blieben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit außerhalb Ihres Hauses? Ich blieb für ungefähr 2 Monate von zu Hause weg. Es war furchtbar. Ich fühlte mich obdachlos. Ich kann nicht glauben, dass diese Person mir und meiner Frau so viel Schaden zugefügt hat, dass ich mein Haus verlassen musste, wo ich seit 21 Jahren gelebt habe. Meine Nachbarn mussten für mich aufpassen. Und ich musste gehen und bei irgendjemandem bleiben. Es war furchtbar. Ihr Gespräch mit dem FBI darüber, dass sie zu ihrer eigenen Sicherheit ihr Haus verlassen mussten. Erinnern Sie sich, gab es eine spezifische Bedrohung, die das veranlasste, oder war das die Anhäufung von Drohungen, die Sie erhalten haben? Der Auslöser war, dass der 6. Januar kurz bevorstand. Sie wollten nicht, dass ich zu Hause bin, wegen all der Drohungen und allem, was ich bekommen hatte. Sie wollten nicht, dass die Leute, die in mein Haus kommen könnten, mich dort vorfinden würden. Sie wollten nicht, dass ich dort bin, nur für den Fall, dass etwas passieren würde. Ich fragte, wie lange ich von zu Hause weg sein muss. Sie sagten, mindestens bis zur Amtseinführung. Das muss ich verstehen, dass die Leute einmal im Haus ihrer Großmutter aufgetaucht sind. Erzählen Sie uns von dieser Erfahrung. Ich hielt einen Anruf von meiner Großmutter. Diese Frau ist mein Ein und Alles. Ich habe sie noch nie in meinem Leben weinen sehen. Sie rief mich an. Sie rief mich an und schrie aus vollem Halse, Shay, Shay, ich bin in Angst und Schrecken versetzt. Sie sagte, dass Leute bei ihr zu Hause waren, dass sie an die Tür geklopft haben. Sie hat sie natürlich aufgemacht, um zu sehen, wer da ist. Und sie haben einfach angefangen, sie zu schubsen und riefen, sie kämen herein, um eine Verhaftung vorzunehmen. Sie mussten auch mich und meine Mutter finden. Sie wüssten, dass wir dort wären. Sie hat nur geschrien und wusste nicht, was sie tun sollte. Ich war nicht da. Also fühlte ich mich einfach so hilflos und so furchtbar für sie. Sie hat einfach nur geschrien. Ich sagte ihr, sie solle die Tür schließen, öffne die Tür für niemanden. Sie ist etwa 70 Jahre alt und sie mag keine Einschränkungen. Sie wollte die Tür öffnen, sie mag es, in der Nachbarschaft herumzulaufen. Ich muss dir sagen, dass du das nicht tun kannst, du musst sicher sein. Dann hat sie mir gesagt,
Man würde ihr am Abend immer wieder Pizzas zu ihr nach Hause schicken und sie erwarteten, dass sie für diese großen Mengen an Pizzas zahlen musste. Sie hat viel durchgemacht, was sie nicht hätte tun müssen. Und wieder einmal hat es mich dazu gebracht, mich einfach so schrecklich zu fühlen. Zusätzlich zu den persönlichen Auswirkungen auf sie und ihre Familie ist eines der Dinge, die ich am beunruhigendsten finde, wie diese Lügen langjährige Wahlhelfer davon abhelfen, diese wichtige Arbeit weiterzumachen. Erzählen Sie uns bitte von den anderen Wahlhelfern, die in diesem Video gezeigt werden, und von Ihren Supervisoren. Wie viele sind noch Wahlhelfer? Es gibt keine ständigen Wahlhelfer oder Aufseher in diesem Video, die noch da sind. Haben Sie am Ende Ihre Position auch verlassen? Ja, ich bin gegangen. Ms. Moss, ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie gekommen sind, um mit uns zu sprechen. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst an unserer Demokratie. Was wir gerade gesehen haben, ist eine Auswahl der Dinge, die man über Sie und Ihre Mutter gesagt haben. Ich möchte sagen, dass es mir sehr leid tut, was Sie durchgemacht haben. Und tragischerweise sind Sie nicht allein. Andere Wahlhelfer im ganzen Land sind ebenfalls Opfer von Lügen und Drohungen geworden. Kein Wahlhelfer sollte einer solcher abscheulichen Behandlung ausgesetzt werden. Nur weil er seine Arbeit macht, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich Ihrer Mutter das letzte Wort überlassen. Wir werden einfach das Band abspielen. Es gibt keinen Ort, an dem ich mich sicher fühle, nirgendwo. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten auf dich zielt? Der Präsident der Vereinigten Staaten soll jeden Amerikaner vertreten und nicht einen ins Visier nehmen. Er hat mich ins Visier genommen, Lady Ruby, die Kleinunternehmerin, eine Mutter, eine stolze amerikanische Bürgerin, die aufgestanden ist, um zu helfen, in Fulton County eine Wahl in der Mitte der Pandemie durchzuführen. Danke, Miss Moss. Danke, Miss Freeman, oder wie Amerika sie jetzt kennt, Lady Ruby, Herr Vorsitzender. Ich gebe das Wort zurück. Danke, Mr. Schiff, Frau Moss. Danke, dass Sie mit uns diese beunruhigende Geschichte von dem, was Sie und Ihre Mutter erlebt, geteilt haben. Die Belästigung von Wahlhelfern wie Ihnen, die einfach nur ihre Pflicht im öffentlichen Dienst erfüllen, stellt eine Drohung dar für unseren demokratischen Prozess. Wir betrachten Ihre Aussage als einen wichtigen Beitrag zur Arbeit unseres Ausschusses und sie dient uns allen als Erinnerung. Die Sicherheit der lokalen Wahlbeamten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass unsere Wahlen immer frei und fair sind. Ich möchte unsere Zeugen dafür danken, dass sie heute bei uns sind. Die Mitglieder des Ausschusses haben möglicherweise zusätzlich Fragen an den Zeugen. Wir bitten Sie, diese Fragen zügig schriftlich zu beantworten. Wenn kein Einspruch erhoben wird, haben die Mitglieder 10 Arbeitstage Zeit, um Erklärungen für die Aufzeichnung einschließlich einleitender Bemerkungen zusätzlicher Fragen an die Zeugen zu richten. Unter Einwand erteilt der Vorsitzende den Herrn aus Kalifornien, Adam Schiff, das Recht für ein Schlusswort. Seit mehr als 200 Jahren existiert unsere Demokratie, wenn ein Amerikaner die rechte Hand hält und die Präsidialamtszeit ablegt, wandelt er sich von einem gewöhnlichen Bürger zur mächtigsten Person der Welt, der Präsident. Das ist eine unglaubliche Macht, die man erlangen kann. Sie ist sogar noch beeindruckender, wenn sie friedlich weitergegeben wird. Als George Washington das Präsidentenamt abgab, diente dies als Leuchtfeuer für andere Nationen, die gegen Tyrannei kämpften. Als Ronald Reagan es als eine Art Wunder bezeichnete in den Augen der Welt, hatte er genau recht. Andere Länder haben Gewalt angewendet, um die Macht zu ergreifen, zu behalten,
aber nicht in den Vereinigten Staaten, nicht in Amerika. Als Donald Trump die Macht der Präsidentschaft nutzte, um zu versuchen, im Amt zu bleiben, nachdem er die Wahl gegen Joe Biden verloren hatte, brach er diesen heiligen, jahrhundertealten Pakt, um seine Handlungen kriminell zu benutzen, werden letztendlich andere entscheiden. Aber was er getan hat, war ohne Zweifel verfassungswidrig. Es war unpatriotisch und es war grundlegend unamerikanisch. Als er seine Macht benutzte, um enormen Druck auf lokale Beamte auszuüben und sogar auf seinen eigenen Vizepräsidenten, wurde es gefährlich. Am 6. Januar wurde dieser Druck tödlich. Robbie Fehrman sagte, der Präsident soll jeden Amerikaner schützen und nicht ins Visier nehmen. Und sie hat recht. Wenn die mächtigste Person der Welt das volle Gewicht der Präsidentschaft gegen eine gewöhnliche Bürgerin verwendet, die nur ihren Job macht mit einer Lüge, die so groß und schwer ist wie ein Berg, wer von uns ist da noch sicher? Keiner von uns ist es, keiner von uns. Stadträte und Gemeinderäte, Schulausschüsse und Wahlvorstände von dem Kongress bis hin zu den Gerichten verlassen engagierte Beamte ihre Ämter wegen Todesdrohung gegen sie und ihre Familien. Das sind wir nicht. Das darf nicht zu dem werden, was wir sind. Unsere Demokratie hat gehalten, weil mutige Menschen wie die, von denen Sie heute gehört haben, ihren Eid auf die Verfassung über ihre Loyalität zu einem Mann oder einer Partei treu geblieben sind. Das System hat gehalten, aber nur knapp. Und die Frage bleibt, wird es wieder halten? Wenn wir in der Lage sind, zu kommunizieren und etwas mitzuteilen, dann hoffe ich, dass es so ist. Wir sind über alle Massen gesegnet worden, in der weltbesten Region der Welt zu leben, der größten Demokratie der Welt zu leben. Das ist ein Erbe, auf das wir stolz sein können, aber es ist nicht als selbstverständlich zu betrachten. Wir sind seit 200 Jahren in einer Demokratie. Das bedeutet nicht, dass wir das auch morgen noch tun können und sein werden. Wir müssen Gewalt ablehnen. Wir müssen uns zu unserer Verfassung stehen mit dem Bezug, den sie verdient. Nehmen Sie Ihren Amtseid und Ihre Pflichten als Bürger ernst. Informiert durch das Wissen um Recht und Unrecht und bewaffnet mit nicht mehr als der Kraft unserer Ideen und der Wahrheit. Setzen Sie dieses ehrwürdige Experiment durch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gebe das Wort zurück. Ohne Einspruch der Vorsitzende erkennt die Dame aus Wyoming, Frau Cheney, für ein abschließendes Statement an. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Lady Romney und Shay Moss. Danke für den Mut und dass Sie heute hier sind. Es bedeutet viel, Ihre Geschichten zu hören. Dankeschön. Wir haben heute ein großartiges Zeugnis erhalten. Wir wurden daran erinnert, dass wir eine Nation der Gesetze sind. Wir erfuhren von Ihnen und von Sprecher Bowers und Staatssekretär Ravensberger und Mr. Sterling, dass unsere Institutionen sich nicht selbst verteidigen, sondern dass die Individuen tun. Wir wurden daran erinnert, dass es notwendig ist, Beamte, Menschen, die dem System verpflichtet sind, um uns zu verteidigen. Wir sind auch daran erinnert, was es bedeutet, einen Eid auf die Verfassung zu leisten. Was es bedeutet, die Verfassung zu verteidigen. Und wir wurden vom Redner Rusty Bowers daran erinnert, dass unsere Verfassung ein göttlich inspiriertes Dokument ist. Es war mir eine Ehre, heute mit Ihnen zusammenzuarbeiten, mehr als 30 Zeugen, die heute vor diesem Ausschuss gerufen wurden, haben nicht das getan, was Sie getan haben. Sondern Sie haben sich auf Ihr Recht berufen, sich nicht selbst belasten zu müssen. Roger Stone hat das getan, General Michael Flynn hat das getan, John Eastman hat das getan, sowie Steve Bannon und Peter Navarro. Sie haben sich geweigert und sie wurden angeklagt. Mark Meadows hat sich hinter Präsident Trumps Behauptungen von Exekutivprivilegien versteckt und Immunität reklamiert. Wir befinden uns jetzt in einem Rechtsstreit mit Mr. Meadows. Das amerikanische Volk hat in unseren Anhörungen von Bill Barr, Jeff Rosen, Richard Donahue und vielen anderen gehört, die aufgestanden sind und das Richtige getan haben. Und sie werden mehr Zeugenaussagen darüber hören. Aber das amerikanische Volk hat noch nichts von Mr. Trump, dem Berater des Weißen Hauses, gehört. Unser Ausschuss ist sich sicher, dass Donald Trump nicht will, dass er hier aussagt.
Tatsächlich zeigen unsere Beweise, dass er und sein Büro versucht haben, was richtig war. Sie haben versucht, eine Reihe von Präsident Trumps Plänen zu stoppen. Heute und in den kommenden Anhörungen werden Sie Aussagen von anderen Mitarbeitern des Weißen Hauses hören, die erläutern, was er gesagt hat und getan hat, auch am 6. Januar. Wir denken, dass das amerikanische Volk es verdient, von ihm persönlich zu hören. Er sollte vor diesem Ausschuss erscheinen. Wir arbeiten daran, seine Aussage zu sichern. Danke, Herr Vorsitzender. Ich gebe das Wort zurück. Leute antworten auf die Aufforderung, öffentlichen Dienst auf so unterschiedliche Weise. Einige kandidieren, andere sorgen freiwillig dafür, dass ihre Nachbarn zu ihren Wahllokalen kommen können. Einige arbeiten in den Wahllokalen, damit der Wahltag reibungslos abläuft. Einige kümmern sich um Probleme, um zu garantieren, dass unsere Wahlen sicher und korrekt sind. Nur um einige zu nennen. Wie ich bereits Beginn dieser Anhörung erwähnt habe, wenn wir über unsere demokratischen Institutionen sprechen, sprechen wir über diese Personen und viele andere, die diese Aufgaben im ganzen Land erfüllen. Sie sind das Rückgrat unserer Demokratie in ihrer höchsten Ausprägung. Und die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Und wenn diese Stimmen ausgezählt werden, wir haben die Geschichten über den Mund gehört. Sie haben sich den Dank einer dankbaren Nation verdient. Aber für Donald Trump, diese Zeugen und andere, waren sie ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu seinem Versuch, sich an die Macht zu klammern. Am Donnerstag hören wir von einem Teil dieses Plans, sein Versuch, die obersten Gesetzeshüter des Landes zu korrumpieren, das Justizministerium zu korrumpieren, um seinen Versuch zu unterstützen, die Wahl zu kippen. So wie wir heute gehört haben, dass Donald Trump tief in einen Plan verwickelt war, um Druck auf Staatsbeamte auszuüben, um die Wahlergebnisse zu annullieren, haben wir hier am Donnerstag erfahren, dass Donald Trump auch die treibende Kraft war, hinter den Bemühungen des Justizministeriums zu korrumpieren. Hören Sie sich diesen Ausschnitt vom ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt Richard Donahue an. Der Präsident sagt, nehmen wir an, ich tue dies, nehmen wir an, ich ersetze Jeff Rosen mit Jeff Glass. Was denkst du? Ich sagte, Sir, ich würde sofort zurücktreten, ich werde auf keinen Fall dienen unter diesem Kerl Jeff Clark. Sie werden von Mr. Dunham persönlich am Donnerstag hören, wenn mein Kollege Herr Kinzinger Details über diesen Plan vorstellt. Der Vorsitzende bittet die Anwesenden im Anhörungssaal sitzen zu bleiben, bis die Polizei des Kapitols die Mitglieder aus dem Saal begleitet hat. Ohne Einwände wird die Sitzung des Ausschusses vertagt. Ja, meine Lieben, das waren wahrscheinlich die längsten, schwierigsten und kompliziertesten 3 Stunden, die ich durchgehend hier etwas mit Hilfe von Skripten übersetzt habe. Ich entschuldige mich bei euch für die wirklich langen Aussetzer, die ich im ersten Teil gehabt habe. Aber es ist fast menschenunmöglich gewesen, das zu Ende zu bringen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bitte helft uns beim Aufbau dieses Kanals, teilt und empfehlt uns weiter. Ich verbleibe wie immer euer IT aus der Ferne. Alles Gute. Ciao, ciao, meine Lieben.